Hoher Gemeinderat, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktgemeinde, meine sehr geschätzten Damen und Herren, werter Zuschauer hier im Saal und werte Zuschauer an den Fernsehgeräten bzw. im Internet, ich darf die Sitzung hiermit eröffnen und mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Mitwirkung bedanken. Ebenso darf ich mich beim Herrn Lipitzer und Herrn Schreibmeier vom örtlichen Kabelfernsehen bedanken, dass sie diese Sitzung aufnehmen und somit wieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Aus gegebenem Anlass darf ich unserem Mitglied des Gemeinderats, Herrn Stefan Dohlinger, und seiner Partnerin Anita zur Geburt ihres ersten Kindes recht herzlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Und damit darf ich nun den Amtsleiter ersuchen, die Anwesenheit zu verlesen und damit die Beschlussfähigkeit festzustellen. Herr Vizebürgermeister Zankl Georg, Herr Vizebürgermeister Zebedin Christoph, Frau Gemeindevorständin Patera Christina, Herr Gemeinderat Martin Kundert, Herr Gemeinderat Thürner Wolfgang lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Rauter Thomas, Herr Gemeinderat Dabringer Thomas lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Christine Winkler, Herr Gemeinderat Thürner Jakob, Gemeinderat Reinhard Kircher, Gemeinderat Monika Ploner, Gemeinderätin Katja Unterrassinger, Gemeinderat Gabriel Seibold sind anwesend. Gemeinderat Klaus Feistritzer lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Frau Martina Ranner. Frau Gemeinderätin Marlena Kreiml ist anwesend. Herr Gemeinderat Martin Warmuth lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Elias Eineter. Gemeinderat Christopher Keppold, Herr Gemeinderat Jakob Luser, Gemeinderat Sabrina Kogler, Gemeinderat Christian Kogler, Frau Gemeinderätin Nicole Gressel, Herr Gemeinderat Patrick Seibold, Herr Gemeinderat Stefan Dohlinger und Herr Gemeindevorstand Robert Aneta sind anwesend. Dankeschön. Damit kann ich die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit von 23 Mitgliedern des Gemeinderates feststellen. Ich darf zu Protokollprüfern den Herrn Gemeinderat Kircher und die Gemeinderätin Katja Unterrassinger bestellen. Und bevor wir dann zur Genehmigung der Tagesordnung kommen, darf ich berichten, dass Gemeindevorstand Alexander Seibold mit Schreiben vom 17. April 2024 seine Funktionen als Gemeindevorstand und Gemeinderat aus beruflichen und somit zeitlichen Gründen zurückgelegt hat. Er verbleibt auf der Liste des Wahlvorschlags des Bürgermeisterteams Josef Zobot, aber seine Funktionen in den Gremien, Kommissionen und Verbänden sind damit neu zu besetzen. Ich darf Herrn Seibold für seine Arbeit über 3 Jahre im Gemeindevorstand, im Gemeinderat und als Ausschussobmann sehr herzlich danken, die neben seiner Selbstständigkeit und seiner Tätigkeit als Ortsstellenleiter der Bergrettung zeitlich ohne Qualitätsverlust nicht mehr vereinbar waren. Ich habe somit mit Schreiben vom 18. April 2024 Frau Marlena Kreiml zur Gemeinderätin der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen nachberufen. Sie war in den vergangenen 3 Jahren als Ersatzgemeinderätin bereits in vielen Ausschusssitzungen und Sitzungen des Gemeinderates aktiv und als angehende Juristin wird sie auch die Gremien des Gemeinderates inhaltlich und fachlich natürlich sehr aufwerten. Ich freue mich auf die weitere positive Zusammenarbeit. Gemäß § 21 Absatz 5 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung haben später eintretende Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder des Gemeinderates das Gelöbnis bei der ersten Sitzung des Gemeinderates, an der sie teilnehmen, zu leisten. Ich darf daher Frau Gemeinderätin Marlena Kreiml ersuchen, zu mir zu kommen und das Gelöbnis vor dem Gemeinderat abzulegen. Und dazu ersuche ich alle Anwesenden, sich von den Plätzen zu erheben. Freie Gelöbnisformel. Nochmal den. Schon eine bei der Hand. Dankeschön. Ich gelobe, der Verfassung der Republik Österreich und dem Lande Kärnten Treue zu halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Bitte schön.
So. Können wir wieder Platz nehmen, danke. Damit kommen wir zur Genehmigung der Tagesordnung. Sie ist allen Mitgliedern schriftlich zugegangen. Gibt es gegen die Tagesordnung Einwände? Sehe ich nicht. Dann darf ich um Genehmigung der Tagesordnung ersuchen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Ebenso darf ich wie immer um die Zustimmung zur Aufzeichnung der Sitzung durch das örtliche Kabelfernsehen ersuchen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme ebenso angenommen. Damit kommen wir schon zum Tagesordnungspunkt 4, Fragestunde. Ich darf berichten, dass innerhalb der vorgegebenen Frist 4 schriftliche Anfragen nach § 43 bzw. fortfolgende der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung am 8.4. eingelangt sind. Zum Ablauf der Fragestunde, nachdem die eingegangenen Fragen rechtzeitig vor dieser Sitzung eingelangt sind, werde ich alle 4 der Reihenfolge nach aufrufen und den Fragesteller ersuchen, die Frage zu verlesen. Die ersten 3 Fragen wurden an mich als Bürgermeister gestellt und die 4. Frage an zweiten Vizebürgermeister Zebedin. Nach Beantwortung der jeweiligen Frage haben die Parteien in der Reihenfolge SPÖ-ÖVP-Namensliste Turner sowie der Fragesteller selbst noch die Möglichkeit, eine Zusatzfrage zu stellen. Die Zusatzfragen sind, so wie die Hauptfrage selbst, konkret, kurz gefasst und nicht unterteilt zu halten. Ich darf die Fragestunde eröffnen um 18.11 Uhr und darf Herrn Gemeinderat Kircher um Verlesung der Frage 1 Aquarena ersuchen. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine Frage ist, wie steht es mit dem Bauvorhaben Aquarena neu? Zu meiner Antwort, wie bereits mehrfach in den Gemeinderatsgremien berichtet, wurde im Jahr 2023 durch eine Arbeitsgruppe ein Vorprojekt zur Aquarena erstellt. Das Ergebnis dieses Vorprojektes hat mehrere Varianten beleuchtet und sich als beste Option für eine nachhaltige Weiterführung auf eine Sanierung am Bestand konzentriert. Wie ebenfalls berichtet, wurde dieses Vorprojekt durch den KWF, also Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, das Land Kärnten durch private Partner und zu einem geringen Teil von der Aquarena GmbH finanziert. Die Ergebnisse, die sowohl die Kosten der Sanierung sowie den Businessplan für den anschließenden Betrieb relativ detailliert beleuchten, wurden von mir, sowohl den Regierungsmitgliedern des Landes Kärnten als auch dem KWF bereits einmal präsentiert. Da die Rückmeldungen zur Finanzierung durch öffentliche Fördermittel nicht auf eine positive Umsetzung hoffen lassen, habe ich nun wiederum mit Unterstützung durch private Partner eine Wertschöpfungsanalyse über das Joanneum Research in Auftrag gegeben. Dazu wird es am 7. Mai ein Abstimmungsgespräch geben und ich rechne mit dem Ergebnis innerhalb von 2 Monaten. Diese Betrachtung ist insoweit wichtig, weil wir in jedem Fall auch bei einer kleinen Sanierung aufgrund der bisher vorliegenden Studien von zumindest 5 Millionen Euro bis zu einer großen Sanierung von bis zu 18 Millionen Euro ausgehen müssen. Da bisher keine Zahlen vorliegen, was die Aquarena wirtschaftlich für die Region bedeutet, kann eine solche Investition noch dazu bei einem jährlichen Abgang von durchschnittlich 200.000 Euro im Jahr nicht argumentiert werden, zumindest nicht gegenüber öffentlichen Geldgebern und noch viel weniger gegenüber privaten Investoren. Ich werde also die Ergebnisse dieser Wertschöpfungsstudie abwarten und werde diese dann in Kombination mit dem Vorprojekt den Gemeindegremien zur Diskussion vorlegen. Das soll im besten Fall noch vor dem Sommer passieren. In der Zwischenzeit wurden im Herbst und auch jetzt in der Frühjahrspause die nötigen Investitionen eingeleitet, um die Weiterführung des Betriebes zu gewährleisten. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die daran tatkräftig mitarbeiten. Ich möchte den Anlass wiederum nutzen, um allen Gästen zu danken und alle Einheimischen und Besucher einzuladen, die Aquarena zu besuchen. Der Erhalt und auch die Sanierung hängen wesentlich von dem Grad der Nutzung ab. Ich traue mir zu behaupten, dass wir in den letzten 3 Jahren, die aufgrund der Rahmenbedingungen Covid, Preissteigerungen und nun auch die Sperre des Blöcken, die waren alles andere als einfach, wirklich sehr intensiv an der Optimierung des Betriebes gearbeitet haben. Einsparungen und Tarifanpassungen sind aber nur begrenzt möglich. Ich gehe davon aus, dass wir die Anlage noch einige Zeit in der Form weiter betreiben können, aber die nötigen Instandhaltungen werden immer größer und das Produkt an sich wird irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig sein. Deshalb werde ich dranbleiben als Geschäftsführer und werde dem Gemeinderat und auch den Bürgerinnen und Bürgern zeitnah alle Details und Möglichkeiten vorlegen.
Das ist meine Antwort. Gibt es eine Zusatzfrage von Seiten der SPÖ? Sehe ich nicht. Gibt es eine Zusatzfrage von Seiten der ÖVP? Sehe ich nicht. Namensliste Turner? Ja. Bitte? Wenn ich heute im Kärntner Landtag unsere Budgetsituation erläutert wurde und wir nur mit Hilfe des Landes Kärnten die Investition tätigen können, so erübrigt sich derzeit jede Stellungnahme. Ist keine Frage. Hat der Fragesteller noch eine Zusatzfrage? Ist nicht der Fall. Damit ist die erste Frage abgeschlossen. Ich darf den Herrn Gemeinderat Kircher um Verlesung der zweiten Anfrage ersuchen. Ja, Herr Bürgermeister, welche Vorinfo bzw. welche Unterlagen hat die Gemeinde Kütschach-Mauthen zum Europaschutzgebiet Musen bekommen, bevor die Veranstaltung in Liesingen war? Die Antwort ist sehr ausführlich: keine. Die Veranstaltung in Liesing war am 30.11. Im Vorfeld dieser Veranstaltung hat uns als Gemeinde keine Information ereilt und damit nicht. Die erste offizielle Stellungnahme des Landes Kärnten ist am 11.01.24 bei uns eingelangt. Gibt es Zusatzfragen von Seiten der SPÖ? Sehe ich nicht. Von Seiten der ÖVP? Sehe ich nicht. Namensliste? Sehe ich nicht. Fragesteller? Gemeinderat Kircher? Gut, dann sehe ich auch diese Frage als beantwortet an. Dann darf ich den Herrn Gemeinderat Kogler um Verlesung der Frage 1 Richtung Enercharge ersuchen. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Obergemeinderat, wie schon erwähnt, die Frage lautet: Wie ist der Status hinsichtlich dem Vertrag zwischen der Firma Enercharge und der IMU KG zwecks Lokalvermietung des ehemaligen Billa? Danke. Es wurden im Herbst 2023 aufgrund der Initiative von Seiten der Firma Enercharge Verhandlungen aufgenommen, da die Firma ihr Interesse bekundet hat, ab 1.12.23 die Räumlichkeiten des ehemaligen Billa zu beziehen. Die Vorgespräche wurden zwischen Geschäftsführer Winkler und der Amtsleitung unter Beiziehung von Dr. Sebastian Brunner geführt. Zu den Eckpunkten lag grundsätzlich Einigkeit vor. Von Seiten der Enercharge wurde dann eine Verzögerung bekannt gegeben und der Beginn des möglichen Mietvertrages auf 1. Februar 2024 in Aussicht gestellt. Wir haben dazu im Gemeindevorstand die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse gefasst. Der Vertragsentwurf wurde im Dezember 2023 an die Firma Enercharge übermittelt. Bis Mitte Jänner erfolgte keine Reaktion. Dann kam ein in weiten Teilen anderer Vertrag zurück. Diesen haben wir mit Dr. Brunner geprüft und entsprechend der ursprünglich akkordierten Rahmenbedingungen wieder im Jänner an die Firma retourniert. Dann haben wir keine weiteren Reaktionen erhalten. Telefonische Anfragen bei der Geschäftsführung blieben vorerst ohne Reaktion. Am 8. März wurde ich nach mehrfachen telefonischen Versuchen, Kontakt aufzunehmen, schließlich von Roland Klaus zurückgerufen. Er hat mir mitgeteilt, dass die Gesellschafter nun doch eine andere Mietfläche beschlossen hätten und vielleicht mit Jahresende 2024 wieder Interesse an der Liegenschaft hätten. Argumentiert wurde das mit einem neuen Gesellschafter in Deutschland und den kürzeren Transportwegen in Lienz. Es gibt also keinen Mietvertrag mit der Firma Enercharge, wobei wir uns die Prüfung der im Vorfeld getätigten Vereinbarungen vorbehalten. Es wird derzeit wieder über Makler, Institutionen und die BABEC an einer Vermietung der Flächen gearbeitet, wobei der Fokus wie ursprünglich geplant wieder auf Handelsbetriebe gelegt wird. Ein Termin mit einem Makler in den nächsten 3 bis 4 Wochen ist akkordiert. Das ist meine Antwort zu der aktuellen Situation. Gibt es dazu Zusatzfragen von Seiten der SPÖ? Sehe ich nicht. Von Seiten der ÖVP? Sehe ich nicht. Namensliste Turner? Ja, für mich ist die Firma Klaus wortbrüchig und ich möchte nur ersuchen, dass wir in Zukunft, wenn wir Verhandlungen mit der Firma Klaus machen, sehr vorsichtig müssen sein. Gut, ist auch keine Frage. Der Fragesteller? Gut, damit ist die dritte Anfrage beantwortet. Ich darf dann Herrn Gemeinderat Kogler um die zweite Frage diesmal an Herrn Vizebürgermeister Zevedin ersuchen. Ja, danke schön. Und zwar eben, wie gerade gehört, an den zuständigen Referenten Hochwasserschutz, Vizebürgermeister Christoph Zevedin. Da gewisse Bachbeete in bewohnten oder bewohnbaren Gebieten zuwachsen, wie sieht es bei zum Beispiel Kötschacher Bach, Abschnitt B110, B111, den Totenbach oder Schießhüttenbach mit dem Hochwasserschutz
für die Zukunft aus? Ja, Gemeinderat Kugler, danke für Ihre Anfrage. Sehr geehrter Gemeinderat, bevor ich Ihnen die Anfrage natürlich gerne beantworte, möchte ich als zuständiger Referent die Gemeinderäte auf ihre Bitten einmal zuerst und auf ihre Verantwortung hinweisen, wenn es in Bereichen von Abflussbereichen, Bachbetten oder Flussbetten zu Problemstellen oder Verklausungen kommt oder diese jemand auffallen, sollte diesen rasch in die Gemeinde oder an einen Referenten gemeldet werden. Die Begehungen der Marktgemeinde Kürtschach-Mauthen werden jedenfalls jedes Jahr im Frühjahr beauftragt und auch durchgeführt. Sollten etwaige kurzfristige Verklausungen oder sonstige Behinderungen von Flusskorridoren ersichtlich werden, sollten diese umgehend gemeldet werden. Zusätzlich bitte ich auch die Bevölkerung, auffallende Problemstellen in die Gemeinde zu melden. Nun zu Ihrer Frage. Kötschacher Bach. Kötschacher Bach, bei diesem Bachbett oder Flusskorridor ist festzuhalten, dass die Trennlinie der Zuständigkeiten die Brücke an der Blöckenpassstraße, ehemalig Sorger Zerza, bildet. Somit ergeben sich zwei verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Totenbach, Waldibach, Dorfbach fallen in die Zuständigkeit der Wildbach- und Lawinenverbauung und der Kötschacher Bach ab der oben genannten Brücke in die Zuständigkeit des Amtes für Wasserwirtschaft. Die Wasserwirtschaft hat grundlegend ihr Projekt großteils fertiggestellt, wurde nur aufgrund einer ministeriellen Bereisung im Jahre 2023 gebremst, wo für Teile des Abflussbereiches UFG-Mittel, das sind ökologische Projekte, in Aussicht gestellt wurden. Unter Anwendung von ökologischen Maßnahmen könnte die Gemeinde für diese Bereiche eine über 95-prozentige Förderung erhalten. Deshalb wurden bei mehreren Terminen mit dem Zivilingenieurbüro Brieger vereinbart, diese neuen Erkenntnisse mit aufzunehmen und im Anschluss mit den Anrainern darüber zu diskutieren, ob sie für diese Maßnahmen überhaupt ihre Gründe zur Verfügung stellen würden. Nach Anrainergesprächen und einer weiteren ministeriellen Bereisung vor kurzem hat man sich nun darauf geeinigt, dass im Bereich Brücke Bundesstraße und Gemeindebrücke Industriestraße im unteren Bereich das UFG-Verfahren keinen Sinn macht, da die freien angrenzenden Flächen dafür nicht geeignet sind. Und das damit zu rechnen ist, dass es da an Anlandungen kommt und somit die Pflegemaßnahmen höher sind als der Nutzen. Dieses UFG-Verfahren wird demnach nur mehr für den Unterlauf geprüft, ob dieser hier überhaupt einen Sinn ergibt. Jedenfalls möchte ich keine Verschlechterung in Form von dauernden Pflegemaßnahmen, zum Beispiel Ausräumen von Anlandungen und so weiter, zulassen. Dafür würden auch die hohen Förderungen für diese Maßnahmen gegenüber den laufenden Instandhaltungen nicht dafür stehen. Räumungen im Bereich der Bahnbrücke sind aufgrund des letzten Hochwassers im Herbst beauftragt und werden umgehend durchgeführt. Zum Totenbach, Waldigerinne und Dorfbach, also Abschnitt WLV, der Wasserverband hat diese Adaptierung in die Finanzierungspläne bereits aufgenommen und beschlossen. Das Projekt hat einen Umfang von mehr als 1 Million Euro, wo die Gemeinde in dem Sinn einen Anteil dann von 9% Interessentenmittel beisteuern muss. Die Planungen haben bereits begonnen, wurden nur seitens der zuständigen Stelle WLV aufgrund der extremen Wetterereignisse im Unterkärnten und der fehlenden Kapazitäten auf heuer verschoben. Die Abstimmungen zwischen WLV und Wasserwirtschaft für das Gesamtprojekt beider Abteilungen laufen bereits und die erhobenen Daten in beide Projekte einarbeiten zu können. Zum Schießhüttenbach und Forstgartenbach liegen die Ordner vor mir. Zeitraum ca. 24 Jahre. Um diese Frage ausführlich zu beantworten, würde diese Sitzung der Zeitraum wahrscheinlich sprengen. Festzuhalten ist die Länge dieser Diskussion, die bereits seit dem Jahre 2000 läuft. Insgesamt wurden nach der Bebauung dieses Gebietes viele Varianten, insgesamt 5, 6, bereits von meinem Vorgänger und darauffolgend von mir mit Experten diskutiert, geplant und wieder verworfen. Es ist fast unmöglich bzw. nur mit einem immensen finanziellen Aufwand, im Besonderen für die Marktgemeinde, verbunden, in diesem bereits verbauten Gebiet Pflegfeld einen Hochwasserschutz auf AQ 100, also höchste Stufe Ausbau, zu errichten.
Laut Kostenschätzungen würden diese Bereiche für einen Ausbau auf HQ 100 ca. 2,5 Millionen Euro für beide Bachbereiche benötigen, wobei sich der Eigenanteil aufgrund des verschlechterten Fördersatzes ca. 900.000 Euro für die Marktgemeinde als Interessentenanteil bedeuten würde. Im Besonderen, weil die Bundesförderung in ihren Richtlinien ein Stichjahr mit 1995 verankert hat. Verbauungen werden nur gefördert, wenn die Siedlungsbereiche vor dieser Zeit, also älter, sind gefördert. Alles danach fällt aus dieser Bundesförderung heraus. Die letzte Hoffnung war eine Intervention meinerseits auf eine bessere Förderung durch den Bund. Dieser mit der letzten ministeriellen Bereisung am 15.04.24 verworfen werden kann. Somit muss diese Erkenntnis im nächsten Gemeindevorstand unter Vorlagen der Berichte zum Verfahrensstand und der weiteren Vorgangsweise entschieden werden. Als Referent werde ich jedenfalls keine zusätzliche Planung oder weiteren Schritte eingehen, ohne dass der Vorstand die Vorgangsweise festlegt. Schlussendlich weise ich nochmals auf die Verantwortung innerhalb der Gemeinde hin, zukünftig die Hochwassersituation verstärkt ins Augenmerk zu legen und sich nicht immer auf das Umfeld zu verlassen. Die Widmungen für Wohnbau haben wir als Gemeinde selbst in der Hand, wo wir es zulassen oder nicht. Jedenfalls, Herr Gemeinderat, Sie können natürlich gerne, wenn Sie wollen, gemeinsam mit mir bei einem Termin die Unterlagen zu den verschiedensten Varianten einsehen. Gut, danke für die Beantwortung. Gibt es dazu eine Zusatzfrage von Seiten der SPÖ? Sehe ich nicht. Von Seiten der ÖVP? Bitte. Sind der Gemeinde auch noch andere Projekte bezüglich dem Hochwasserschutz? Natürlich sind das nicht die einzigen Bereiche, weil das betrifft jetzt ja nur den Zentralraum Kötschach, City unter Anführungszeichen. Wir haben in anderen Bereichen natürlich auch Probleme. Klamsabiche, die sind ja auch nicht neu in der Gemeinde, in der Aktenlage. Da gibt es auch mehrere ministerielle Bereisungen in diesem Bereich. Nur muss man sagen, jetzt vor kurzem hat es ein Anliegen oder beziehungsweise Ansinnen gegeben und der Bereisung mit der Straßenverwaltung, dass man im Bereich Wetzmann, also da wo man abzweigt Richtung Haslacher Industriegelände, den Bereich, der immer wieder auch beim fünfjährigen Hochwasser schon Probleme macht, und in diesem Bereich von der Straßenverwaltung und auch von der Gemeinde, vorwiegend von der Straßenverwaltung, Versicherungsanlagen eingebaut sind, die auf Dauer einfach nicht funktionieren, einer Lösung zuzuführen. Da ist wiederum das Problem, das schließt eh an den Schießhüttenbach und Forstgartenbach an. Es ist nicht nur der Stichtag da, was ich früher erwähnt habe, sondern auch, dass der Bund zukünftig Verrohrungen nicht mehr fördert. Das heißt, Rohrleitungen werden vom Bund als Förderschiene komplett ausgeklinkt und deswegen wird es drinnen natürlich problematisch werden, das Ganze zu lösen, weil ein Teil werden wir sicherlich Verrohrung brauchen. Nur, es wäre drinnen ein Ansatz da, das Ganze zu lösen. Das Ganze wird aber wahrscheinlich nur zwischen Straßenverwaltung und Gemeinde in einem internen Amtsprojekt lösbar sein, weil es Förderungen, wie gesagt, wahrscheinlich nicht viel geben wird. Zusätzlich haben wir seit voriges Jahr im Herbst ein Problem in St. Jakob, da das Abwassersystem, Verrohrung an sich, das eigentlich die gesamte Ortschaft oder Großteile der Ortschaft von Gemeindewohnblock, sprich alte Volksschule, Hauptplatz, Feuerwerke, beide Teile der Gemeindestraßen entwässert, zusätzlich natürlich landwirtschaftliche Flächen und Forstwege. Das haben wir jetzt mit der Abteilung 10 Agrar angeschaut, ob man da eventuell in ein Projekt LE reinkommt, ländliche Entwicklung, und dort eventuell Förderung zu lukrieren. Das hat der zuständige Abteilungsleiter Hewein Peter zugesagt. Es sollte demnächst ein Anruf von einem Projektanten kommen, der bis dato jetzt bis heutigen Tag noch nie da ist.
Der nächste Teil ist oben in Botlanik, wo es eigentlich um die Ortschaftssicherung geht. Das Ganze ist ja schon seit längerem anhängig, betrifft eh zum Teil auch die Zufahrtsstrecke auf dem Anwesen, wo man auch sich geeinigt hat mit den zuständigen Abteilungsleiter, dass dort der gleiche Projektant das oben einmal anschauen soll und dass man auch zu zahlen kommen. Zusätzlich in die andere Richtung schaut, hat es Verbauungsmaßnahmen in Weidenburg gegeben. Der erste Vizebürgermeister hat mir eh schon vor kurzem auch mitgeteilt, dass, das habe ich auch selber gesehen, dass gewisse Probleme unten auftreten im zweiten Becken, also sprich das, was unter der Landesstraße Lane 20 ins freie Gelände reingeht. Das habe ich bei der BLV eingemeldet und da soll es demnächst auch einen Termin geben. Das sind einmal die großen Abschnitte. Zusätzlich der Vorgriff auf das früher genannte Projekt WLV, Waldebruch und so weiter sollte jetzt passieren in dem Hinsicht, weil die Transalpinline beim Hafnerbruch ein Problem eingemeldet hat, dass da die Kästen abgefault sind, also sprich desolat sind und es droht da im Endeffekt die Ölleitung irgendwann einmal zu brechen oder einen Schaden zu nehmen. Da gibt es bereits im Haus seit zwei Wochen eine Kostenschätzung der WLV. Es gibt da auch einen Termin, bereits vereinbarten Termin mit der Transalpinline um Kostenbeteiligung. Im Grundsatz ist es so, dass wir bei der Kostenschätzung 9% davon Interessentenbeitrag, wie normal die Verbandsregelung geht, zu zahlen haben, aber ich warte jetzt einmal nur die Verhandlungen mit der Transalpinline um und dann werden wir damit eh im Vorstand müssen gehen und einen Beschluss fassen. Das ist einmal die grundlegende Hochwassersituation, bis auf natürlich Kleinigkeiten, Räumungen sind noch ausständig, die im Herbst nicht gemacht worden sind, die sollten jetzt noch erledigt werden. Passt. Gut, danke. Gibt es eine Zusatzfrage von Seite der Namensliste Turner? Ja, Wünsche kann man viele äußern, aber man muss sich auch um die Finanzierung kümmern. Wieder keine Frage. Herr Gemeinderat, gibt es eine Zusatzfrage? Ja, ich hätte eine Zusatzfrage, und zwar, vielleicht habe ich es auch nicht richtig ausgehört, wird in diesem Abschnitt von ehemalig Sorga bis zur Eisenbahnbrücke beim Kötscherbach dieser Bewuchs von Baum und Strauch eigentlich jetzt dann entfernt oder bleibt er so, wie es ist? Also ich kenne den Bereich drinnen aufgrund der Bereisungen bzw. auch öfters der Besprechungen. Ich sehe jetzt und auch die WLV bzw. der Bereich ist ja um für Wasserwirtschaft, wird öfter von der begangen, für Verklausungen nicht problematisch. Da ist eher das Problematische im oberen Bereich bei der WLV. Es hat ja da im Jahre 22 im Herbst eine Räumung gegeben. Grundsätzlich können wir uns das trotzdem noch einmal anschauen, ist auch kein Problem, aber im Bachbett selber für den Abflusskorridor sehe ich jetzt nicht unbedingt das Problem. Da ist eher das Problem unten bei der Bahnbrücke, die vor Jahren, 10 Jahren oder weiß ich nicht, wie lange das her ist, errichtet worden ist, die nicht glücklich gebaut worden ist. Das weiß eh jeder. Der Gemeinderatskollege nickt eher, weil er mit Bagger sicher schon unten war. Also das kehrt gemacht und das ist auch beauftragt, aber Bewuchs jetzt selber sehe ich jetzt nicht das Problem, aber können wir uns trotzdem mal schauen. Ja. Gut, danke. Damit ist auch die vierte Frage beendet und beantwortet. Ich darf damit die Fragestunde um 18.33 Uhr schließen und komme zum Tagesordnungspunkt 5, Bericht des Bürgermeisters. Ich darf berichten zum laufenden Zivilverfahren aufgrund des tödlichen und überaus tragischen Unfalles in der Mautner Klamm aus dem Jahr 2019. Im Juni 2023 war die letzte Verhandlung vor dem Zivilgericht Landesgericht Klagenfurt, wo uns eine Entscheidung innerhalb von 8 Wochen mitgeteilt wurde. Das Urteil wurde uns tatsächlich 7 Monate später, nämlich am 23. Jänner, übermittelt. Die Marktgemeinde Kütschach-Mauthen als erstbeklagte Partei wurde in diesem Teilurteil für grob fahrlässig beurteilt, weil die Beschilderung entlang des Klammweges nicht vor der Möglichkeit von herabstürzenden Ästen gewarnt hat. Dieses Urteil konnten wir so nicht zur Kenntnis nehmen und haben es auch über unseren Rechtsanwalt Dr. Brunner bestritten bzw. Berufung eingelegt.
Am 23. April wurde uns von Seiten des Oberlandesgerichts Graz das Urteil übermittelt bzw. mit Poststempel eingegangen, dass den Berufungen Folge gegeben wurde und die Klage abgewiesen wurde. Gegen dieses Urteil ist keine ordentliche Revision möglich. Aus den Medien war zu entnehmen, dass der Anwalt der Kläger eine außerordentliche Revision prüfen wird. Diese ist innerhalb von 4 Wochen ab Urteil einzubringen. Sollte diese außerordentliche Revision abgelehnt werden, ist der Rechtsweg beendet. Für eine weitere Begehbarkeit der Mautner Klamm, für die Öffentlichkeit und auch für viele andere Ausflugsziele ist die Rechtssicherheit von enormer Bedeutung und ich werde umgehend berichten, wenn die endgültige Entscheidung vorliegt. Zum Thema Blöckenpass. Wie allseits bekannt ist der Blöckenpass seit 1.12.23 gesperrt. Sowohl der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, die Bürgermeister des Bezirkes als auch der Landtag haben sich sehr schnell mit Resolutionen und Anträgen an die Landes- und Bundesregierung gewendet, um eine schnelle Wiedereröffnung und eine langfristige Lösung zur Befahrbarkeit mit Italien zu verhandeln. Nachdem in den ersten Monaten sehr wenige Informationen zu uns durchgedrungen sind, fand ein Treffen der heimischen Wirtschaft auf Einladung des Vereines So viel mehr Kötschach-Mauthen statt und es wurde auch eine Petition gestartet, die online unterzeichnet werden kann und derzeit bereits über 4.000 Unterstützer hat. Ebenfalls auf Einladung des Vereins So viel mehr fand ein runder Tisch in Kötschach-Mauthen statt, an dem neben Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber weitere Politiker, der Präsident der Wirtschaftskammer, Vertreter aus Italien und zahlreiche heimische Wirtschaftsvertreter geladen waren. Dabei wurden die aktuellen Maßnahmen und Pläne erläutert. Aus aktueller Sicht ist eine Wiedereröffnung der Straße frühestens mit Jahresende möglich und eine Notverbindung über den Sommer sehr unwahrscheinlich. Zumindest wurde eine Arbeitsgruppe auf fachlicher Ebene unter Leitung von Diplom-Ingenieur Bittmann gegründet, die innerhalb von 6 Monaten alle Varianten einer langfristigen Lösung prüfen und ausarbeiten soll. Für uns ist es das dringlichste Anliegen, dass die Verbindung wieder geöffnet wird und dass bis dahin keine wirtschaftlichen Schäden, Betriebe oder Arbeitsplätze gefährdet werden. Der Blöckenpass ist aufgrund der vielen Interventionen aus Kommunalpolitik, der Region, der Wirtschaftstreibenden und auch der Zivilgesellschaft inzwischen breit diskutiert und es ist davon auszugehen, dass inzwischen alle konstruktiven Kräfte an einer Lösung arbeiten. Wir stehen im laufenden Austausch mit der Landespolitik und Verwaltung, um weiterhin informiert zu bleiben und schnelle Hilfe für Betroffene anbieten zu können, wenn notwendig. Ich möchte mich da bei allen bedanken, die in den vergangenen Wochen und Monaten sich da sehr aktiv eingesetzt haben. Dann darf ich nur berichten, die Gemeinde hat inzwischen die Ausarbeitung des neuen örtlichen Entwicklungskonzeptes gestartet und bei der Auftaktveranstaltung Anfang April waren ca. 100 Gemeindebürgerinnen und Bürger anwesend. Bis Jahresende wird mit einer Arbeitsgruppe und dem beauftragten Ziviltechnikerbüro Raumschmiede in Lienz unter Einbindung der Bevölkerung das neue örtliche Entwicklungskonzept erstellt werden. Dieses Planungsinstrument dient der Gemeinde und dem Land Kärnten für die Entwicklung und die strategische Ausrichtung der Gemeinde für die kommenden 10 bis 15 Jahre. Ich möchte alle herzlich einladen, daran aktiv mitzuwirken. Darf ich nur kurz berichten zu unserem Spielplätzekonzept. Wir haben ja ein neues Spielplätzekonzept erarbeitet und inzwischen auch die Detailkosten erhalten. Diese werden derzeit noch geprüft und anschließend sollen die Aufträge vergeben werden. Im besten Fall werden alle 5 Spielplätze, die von diesem Spielplätzekonzept umfasst sind, in der Gemeinde im Laufe des Jahres 2024 saniert bzw. neu gebaut. Dann noch das Thema Glasfaser. Inzwischen haben die Teams der beauftragten Baufirma bereits Kontakt mit den Anschlusswerbern und den Grundeigentümern aufgenommen. Im Mai sollen dann die Baumaßnahmen tatsächlich beginnen und ich darf die Bürgerinnen um Verständnis ersuchen, wenn eben über die nächsten Monate bauliche Maßnahmen im Gemeindegebiet geschehen. Außerdem darf ich auch im Zuge meines Berichts alle betroffenen Grundeigentümer ersuchen, positiv an diesem Generationenprojekt auch mitzuwirken. Dann darf ich nur über die Beschlüsse des Gemeindevorstands zu finanziellen Unterstützungen bzw. Subventionen kurz berichten. Zwar Gemeindevorstand vom 18. März haben wir für die Sängerrunde Würmlach die jährliche Subvention in Höhe von 240 Euro, MGV Mauthen 240, Burschenschaft Kötschach 160 beschlossen.
und dem Gemeindevorstand vom 11. April für die Obergelderer Trachtengruppe die Jahressubvention 24 mit 200 Euro und eine Sondersubvention anlässlich des 100-jährigen Bestandsjubiläums für die Trachtenkapelle Mauthen im Ausmaß von 1.000 Euro. Das war mein Bericht und damit gehen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 6. Nachwahl sonstiger Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung. Wie schon berichtet, hat Herr Alexander Seiwold mit 17. April 24 mitgeteilt, dass er sein Mandat als Gemeinderat bzw. Gemeindevorstand in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen sowie die Mitgliedschaft im Ausschuss für Bau und öffentliche Straßenangelegenheiten, Raumordnung, Technologie und Ansiedlung, Infrastruktur, Winterdienst, Freizeit und Sportinfrastruktur und für die Entsendungen in die Personalkommission, in die Katastrophenschadensfeststellungskommission, in den Gesellschafterausschuss der ABBKM sowie in das Kindergartenkuratorium zurücklegt. Im Falle des Endens des Amtes eines Mitglieds des Gemeindevorstands ist innerhalb von 8 Wochen eine Nachwahl durchzuführen. Die Nachwahl erfolgt gemäß § 24 Absatz 2 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung aufgrund von Wahlvorschlägen, die beim Vorsitzenden des Gemeinderats einzubringen sind. Sie müssen von mehr als der Hälfte der Angehörigen jener Gemeinderatspartei unterschrieben sein, der nach dem Verhältniswahlrecht einen Anspruch auf Vertretung im Gemeindevorstand zukommt. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag sind im Rahmen der Gemeinderatssitzung zu leisten. Ich habe da den entsprechenden Wahlvorschlag bekommen. Das ist der. Und zwar lautet der wie folgt. Die Gemeinderatsfraktion Bürgermeister Team Josef Zoppert, Sozialdemokratische Partei Österreichs und Unabhängige, als im Sinne des § 24 Absatz 2 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, zuletzt in der Fassung vorschlagsberechtigte Gemeinderatspartei, schlägt folgende Gemeinderatsmitglieder als sonstiges Mitglied und Ersatzmitglied des Gemeindevorstandes der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen vor. Als sonstige Gemeindevorstandsmitglieder Herr Martin Kunert und als Ersatzmitglied Herr Christopher Kerbold. Der Vorsitzende wird ersucht, die Vorstände genannten für gewählt zu erklären, was sie mit diesem Wahlvorschlag und den entsprechenden Unterschriften jetzt auch mache. Dann brauchen wir eine Angelobung. Das Mitglied des Gemeindevorstands Martin Kunert und das Ersatzmitglied des Gemeindevorstands Christopher Kelbold ersuche ich, die Gelöbnisformel vor dem Gemeinderat abzulegen. Ich darf damit wieder alle ersuchen, sich von den Plätzen zu erheben. Bitte auch herauszukommen, ja. Ich gelobe der Verfassung der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu halten, die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Ich gelobe. Ich gelobe. Dankeschön. Über diese Amtshandlung wird auch eine Widerschrift verlesen, das wird der Herr Amtsleiter machen und dann wird sie von mir unterfertigt. Gut, wir haben eine Niederschrift vorbereitet. In der Niederschrift sind die Mitglieder des Gemeinderates angeführt, die anwesend sind. Die Einberufung erfolgte gemäß dem § 35 der KGO. Die Zusammensetzung des Gemeindevorstandes ist festgehalten mit 23 Mitgliedern des Gemeinderates sind das 6 Mitglieder. Der Gemeindevorstand besteht aus 2 Vizebürgermeistern und weiteren Mitgliedern des Gemeindevorstandes. In einer Stadt hat der Gemeindevorstand die Bezeichnung Stadtrat. Es ist die Wahl der sonstigen Mitglieder erfolgt, das ist festgehalten worden. Der Vorsitzende hat die Wahlvorschläge, die eingebracht sind, zur Verlesung gebracht und die sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes sind jetzt der Herr Martin Kundert, geboren am 3.3.1985 und das Ersatzmitglied ist der Christopher Kepold, geboren am 9.1.1992. Über die Angelobung der Mitglieder
ist der dritte Teil festgehalten. Das Gelöbnis ist ebenfalls in der Niederschrift festgehalten. Die Niederschrift ist im Wesentlichen verlesen und ist noch vom Vorsitzenden zum Unterfertigen. Dankeschön. Wie bei jedem Tagesordnungspunkt gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu Wortmeldungen. Gibt es irgendwas? Sehe ich nicht. Dann darf ich bevor wir zum Tagesordnungspunkt 7 kommen, darf ich Herrn Gunnhard Martin als neuen Gemeindevorstand recht herzlich in unserer Runde begrüßen und freue mich auf die gute Zusammenarbeit. Wir kennen uns ja schon über verschiedene Institutionen seit fast 30 Jahren. Und den Christopher Keppelt als Ersatzmitglied ebenfalls herzlichen Dank für die Bereitschaft und auch da freue ich mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben dann, das haben wir schon gemacht, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Bin ich da jetzt richtig noch? Nachwahl. Angelobung haben wir schon erledigt. Dann kommen wir zur Nachwahl der Ausschüsse gemäß § 26 Absatz 8 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung. Da ist es eben so, dass wir einen Wahlvorschlag haben zur Nachwahl in die Gemeinderatsausschüsse. Und zwar ist für den Pflichtausschuss für die Kontrolle der Gebarung als weiteres Mitglied die Marlena Kreimel vorgeschlagen, weil ja der Christopher Keppold als bisheriges Mitglied jetzt stellvertretendes Gemeindevorstandsmitglied ist und nicht gleichzeitig im Kontrollausschuss sein kann, tritt er aus dem Ausschuss aus. Und für den Ausschuss für Bau, öffentliche Straßenangelegenheiten, Raumordnung, Technologie und Ansiedelung, Infrastruktur, Winterdienst, Freizeit- und Sportinfrastruktur wird als Obmann Christopher Keppold vorgeschlagen. So. Auch da passt der Wahlvorschlag. Ich erkläre aufgrund der vorliegenden Unterschriften die zwei Gemeinderäte für nachberufen. Herzliche Gratulation und danke für die Bereitschaft, da mitzuwirken. Das darf ich gleich dem Amtsleiter übergeben. Da braucht man keine Widerschrift. Nein. Gibt es dazu Wortmeldungen? Wenn ich das nicht sehe, dann darf ich weitergehen zum Tagesordnungspunkt 9. Da geht es Bestellungen bzw. Entsendungen 9a für Mitglieder und Ersatzmitglieder für die Personalkommission gemäß § 32 des Kärntner Gemeindepersonalvertretungsgesetzes, b in den Gesellschafterausschuss der Abwasserbeseitigung Kötschach-Mauthen Errichtungs- und Betriebs GmbH, c als Ersatzmitglied in den Gesellschafterausschuss der Abwasserbeseitigung Kötschach-Mauthen Errichtungs- und Betriebs GmbH, D als Ersatzmitglied in das Kindergartenkuratorium. Da habe ich auch einen Wahlvorschlag unterschrieben von mehr als der Hälfte bzw. allen Unterzeichnungsberechtigten der Gemeinderatspartei. All diese Funktionen soll Martin Kunert, der neue Gemeindevorstand, gewählt werden. Ich erkläre ihn damit auch für gewählt. Herzlichen Dank und herzliche Gratulation. Ja, hoher Gemeinderat, in der SPÖ ist ziemlich eine Personalrechade stattgefunden. Es verwundert mich, nach nur 3 Jahren schon Mitglieder ausscheiden. Ich natürlich gratuliere Herrn Martin Kunert, allen anderen für ihre Wahl und hoffe mit euch eine gute Zusammenarbeit. Danke. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann haben wir das soweit erledigt. 9, Bestellung und Entsendung, ja. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10. Bericht des Kontrollausschusses gemäß § 93 Absatz 3 vom 27. Februar und vom 9. April. Darf den
Vorsitzende des Kontrollausschusses, Christian Kogler, um seine Berichte bitten. Ja, danke, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Der Kontrollausschuss hat in diesem Jahr zweimal getagt. Die erste Sitzung war am 27. Februar und es ist umgangen, Belegsprüfung durchzuführen von Belege von 2023 bis 2809/2023 wurden geprüft. Die Hauptzeitbuchbelege wurden nach Grundsätzen der ziffermäßigen Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Gesetzmäßigkeit hin überprüft. Dabei wurden verschiedene Fragen während der Sitzung besprochen und abgeklärt. Wie zum Beispiel Gemeinderätin Greimel Malena findet die Kosten für die Bewerbung der Gewerbemesse gern mit 12.348 Euro überhöht und stellt die Verhältnismäßigkeit der Kosten zum Nutzen in Frage. Sie findet hingegen die Bewerbung von Radio Osttirol mit 409,50 Euro als angemessen und ausreichend. Gemeinderat Keppold Christopher erkundigt sich über die Preisregelung bei den Schneeräumleistungen, den Radladern und erkundigt sich Verhältnismäßigkeit gegenüber der Stundensätzen bei Traktoren. Meine Wenigkeit hat dann noch gefragt, welche Dienstleistungen hinter den Kosten der MEWA Bekleidungsreinigung für die Mitglieder des Wirtschaftshofes stehen und wie viele Mitarbeiter dies betreffe. Ich regte weiter an, dass die Kosten gegenüber einem einmaligen Ankauf von Dienstbekleidung zu prüfen sei. Weiters wurde noch die Prüfung des Pachtverhältnisses Aquarena, Kötscher Mauten, vorgenommen. Im Kontrollausschuss wurde vom Finanzverwalter die Daten der aktuellen Mietzinse für die Massageräumlichkeiten zur Kenntnis gebracht. Der Kontrollausschuss beschließt einstimmig, ich hatte mich als befangen erklärt, die Empfehlung an den Geschäftsführer der Aquarena, den Mietvertrag über die Massageräumlichkeiten in der Aquarena neu zu evaluieren und an marktkonforme Preise anzupassen und gegebenenfalls eine Neuregelung herbeizuführen. Bei der zweiten Sitzung am 9. April 2024 wurden weitere Belege geprüft. Belege von Nummer 2810 bis 2869 wurden geprüft. Die Hauptzeitbuchbelege wurden wieder nach Grundsätzen Ziffern Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Gesetzmäßigkeit hin überprüft. Dazu wurden keine Anmerkungen getroffen. Es folgte dann die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2023. Zu den Kontrollausschussmitgliedern wurde der Rechnungsabschluss 23 samt Erläuterungen zur Prüfung vorgelegt. Vom Finanzverwalter wurden die Eckpunkte der wichtigsten Merkmale der Jahresrechnung erläutert. Dabei wurden diverse Kontrollausschussmitglieder von Finanzverwalter abgeklärt und beantwortet. Zum Rechnungsabschluss erfolgten keine Anmerkungen. Der Kontrollausschuss hat dem Rechnungsabschluss 23 mehrheitlich nur mit Gegenstimme Gemeinderat Turner zur Kenntnis genommen und stellt den Antrag an den Gemeindevorstand bzw. Gemeinderat, den Rechnungsabschluss 23 zu beschließen. Soweit mein Bericht. Gut, danke schön. Das ist der Bericht des Kontrollausschusses. Damit kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 11, haushaltsrechtliche Angelegenheiten, Rechnungsabschluss 2023, Bericht und Beschlussfassung. Wie in gewohnter Form wird uns der Finanzverwalter Manuel Lusa die Details bzw. die groben Details des Rechnungsabschlusses 2023 zur Kenntnis bringen. Das Gesamtwerk hat ja knapp 500 Seiten, das heißt, das werden wir halt nicht im Detail durchgehen. Aber die wesentlichen Inhalte, es wurde ja bereits im Kontrollausschuss und auch im Gemeindevorstand diskutiert. Wir haben ein Minus im Ergebnis in dem Rechnungsabschluss, aber bei Weitem nicht so dramatisch, wie es in den ursprünglichen Prognosen vorausgesehen war. Wir haben ja zuerst einen Voranschlag gehabt von minus 683.900, den haben wir dann im ersten Nachtragsvoranschlag noch einmal erhöht auf minus 837.500 und jetzt noch vorliegen aller Ein- und Ausgaben haben wir ein Ergebnis von 311.315. Es gibt da mehrere Gründe, warum das so auseinanderdriftet in den Prognosen und im Endergebnis. Man kann es abkürzen mit einem blauen Auge, aber natürlich ist der Weg in die falsche Richtung. Wir haben das auch schon bei dem Budget und beim Nachtragsvoranschlag mehrfach beraten.
dass momentan die Situation vor allem der Kärntner Gemeinden nicht positiv ist. Wir werden das heute wahrscheinlich noch einmal diskutieren, das Thema, und wie man damit umzugehen hat. Es gibt auch immer wieder Medienberichte von Seiten des Bundes und des Landes. Gerade heute war wieder ein Bericht drin vom Landeshauptmann mit dem Gemeindebundpräsident, dass sie eben die Gemeindemilliarde ohne Bedingungen bestmöglich ausgezahlt werden soll, um einfach die Gemeinden zu entlasten. Aber jetzt würde ich einmal den Finanzverwalter bitten, dass er uns die Eckpunkte des Rechnungsabschlusses und die wesentlichen Änderungen zu den Voranschlägen bzw. Nachtragsvoranschlag einmal kurz erläutert. Gut, danke Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat. Ich darf ergänzen zu den textlichen Erläuterungen des Rechnungsabschlusses 2023 noch ein paar Informationen mitgeben. In textlichen Erläuterungen sind ja schon sehr detailliert die wesentlichen Informationen enthalten. Der vorliegende Entwurf des Rechnungsabschlusses wurde von der Abteilung 3 Gemeinderevision am 27. März bei uns im Gemeindeamt erhoben und zahlenmäßig erfasst. Am 9. April ist der Rechnungsabschluss im Kontrollausschuss behandelt worden und am 11. April ist er im Gemeindevorstand auch bereits im Detail erläutert worden. Die Gesamtsummen bei dem Ergebnishaushalt sind mit Erträgen 9.416.669,49 und Aufwände 9.727.984,80. Hinzu kommen Rücklagenentnahmen von 161.600,03 und Zuweisungen an Rücklagen von 328.429. Somit gibt es im Ergebnishaushalt ein Nettoergebnis nach Rücklagen von minus 477.964,28. In der Finanzierungsrechnung gibt es Gesamteinzahlungen von 8.987.831,49 und Auszahlungen von 9.187.342,30. Das ergibt ein Minus von 199.510,81 und das ist auch gleichzeitig der Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung. Gut, die Veränderung der liquiden Mittel ist im Prinzip die Summe aller Einzahlungen und Auszahlungen, welche den Voranschlag betreffen, aber auch jener Ein- und Auszahlungen, welche in der voranschlagsunwirksamen Gebarung verbucht werden. Wir haben einen Anfangsbestand der liquiden Mittel von 659.065 gehabt und mit Ende des Jahres 2023 betrug der Stand der liquiden Mittel 409.952. Das gibt eine Veränderung von minus 249.113, wobei hier bei dem Betrag von den 409.000 auch die Zahlungsmittelreserven mit einem Betrag von rund 382.000 enthalten sind. Also da erkennt man auch die Tendenz der Liquidität, die sich mit den negativen Ergebnissen verschlechtert. Wenn man jetzt die Gesamtsummen im Vergleich zum Voranschlag anschaut, dann sieht man, dass das Ergebnis im Voranschlag im Ergebnishaushalt mit minus 684.000 bereits stark negativ budgetiert war und mit dem ersten Nachtragsvoranschlag aber nochmals auf 954.500 erhöht werden musste. Tatsächlich haben wir jetzt im Ergebnishaushalt ein Minus von 477.900, was auf der einen Seite erfreulich ist, weil es nicht dem entspricht, was ursprünglich budgetiert war. Andererseits ist es doch eine Größenordnung, die eben die negativen Vorzeichen auch für das heurige Jahr schon aufzeigt. Ich habe jetzt ganz kurz herausgeschrieben, was die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt waren, warum das Budget oder die Jahresrechnung jetzt gegenüber dem Budget doch abweicht. Im Wesentlichen kann man sagen, bei den Erträgen gibt es in Summe aller Positionen mehr Erträge und minder Erträge. Und da war zum Beispiel Da sind zum Beispiel auch die Vorhaben und Projekte enthalten, wo jetzt zum Beispiel beim Karnischen
Werkstatt, also die ehemalige Big Box, die Fördermittel veranschlagt waren, aber nicht ausgezahlt wurden. Das sind zum Beispiel Mindererträge, und Mehrerträge gibt es zum Beispiel bei der Entnahme vom inneren Darlehen für das Tanklöschfahrzeug, die ja nicht budgetiert werden konnten, aber auch bei der Kommunalsteuer. In Summe, wenn man jetzt die einzelnen Haushalte der operativen Gebarung und der Rücklagen zusammenzählt, dann kommen wir da insgesamt zu Mehrerträgen von rund 80.000 Euro. Bei den Aufwänden im Ergebnishaushalt schaut das ähnlich aus. Auch hier ist das Projekt der Karnischen Werkstatt zum Beispiel oder die Transferzahlungen an die APKM. Dann die Sozialhilfeumlage, die sich positiv ausgewirkt hat, weil sie geringer oder höher veranschlagt war. 78.000 wurden zum Beispiel bei der Schneeräumung eingespart, und so setzt sich das Ergebnis der einzelnen Ansätze und Haushaltsposten zusammen, dass wir da mit Minderaufwänden von rund 589.000 Euro abgeschlossen haben. Zudem kommen Mehraufwände, zum Beispiel bei der Krankenanstaltenabgangsdeckung oder bei den Zuweisungen der inneren Darlehen. Und so kommen wir bei den Aufwänden zu in Summe zu Minderaufwänden von 395.000, was in Summe im Ergebnishaushalt zu der Abweichung zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss von den 476.000 Euro führt. Also das sind einzelne Positionen, die in Summe diese Abweichung vom Voranschlag bewirken. Gleiches ist im Finanzierungshaushalt. Auch da gibt es Positionen, die jetzt im Voranschlag enthalten waren. Bei den Einzahlungen war zum Beispiel die Aufnahme vom Regionalfonddarlehen für den Dollingweg veranschlagt oder auch die Abrechnung für das Vorhaben Dollingweg mit der Abteilung 10, die im letzten Jahr nicht erfolgt ist, beziehungsweise der Geldfluss nicht erfolgt ist. Andererseits gibt es dann mehr Einzahlungen bei der Kommunalsteuer, Gelder der Impfkampagne sind ausgezahlt worden oder auch bei den Kanalanschlussbeiträgen sind mehr Gelder eingezahlt worden, als im Finanzierungshaushalt veranschlagt wurden. Und so kommen wir im Finanzierungshaushalt zu Mindereinzahlungen von 708.000 Euro und mehr oder Minderauszahlungen von 1.226.000. Da ist zum Beispiel auch drinnen die Sanierung vom Dollingweg, die budgetiert war, aber erst heuer fertiggestellt wird. Und in Summe haben wir da eine Abweichung von 517.289 Euro zum Voranschlag. Also die Ergebnisse des Rechnungsabschlusses sind nicht mehr als Pauschalzahl zu bewerten, sondern man muss dann ins Detail schauen, wie sich die Zahlen zusammensetzen und dann tatsächlich die Abweichung zum Budget entstanden ist. Wie erwähnt, hat die Abteilung 3 den Rechnungsabschluss zahlenmäßig erfasst. Die Abteilung 3 hat jetzt kärntenweit einheitlich ein System, wie die freie Finanzspitze, quasi der Liquiditätsüberschuss oder Liquiditätsabgang, berechnet wird. In den Unterlagen ist das auch detailliert enthalten. Es wird der Saldo 1 der Finanzierungsrechnung herangezogen. Von diesem werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte herausgerechnet, und dieses Ergebnis ist in unserem Fall ein Minus von 313.605 Euro, und dieses Ergebnis wird da noch um die Summe der ungedeckten sonstigen Investitionen im hoheitlichen Bereich ergänzt. Was sind das? Das sind Anschaffungen ins Anlagevermögen, die jetzt im laufenden Betrieb angeschafft werden, ob das jetzt eine Betriebs- und Geschäftsausstattung ist oder ob das jetzt Anlagevermögen im Bereich der Feuerwehren sind, die jetzt keine explizite Finanzierung aufweisen. Und da kommt das Land Kärnten dann bei dieser Endberechnung, also das Endergebnis der Finanzierungsrechnung der hoheitlichen Gebarung, zu einem Ergebnis von minus 356.870. Die Zahl ist jetzt für uns insofern relevant, dass es im Falle einer allfälligen Abgangsdeckung durch das Land Kärnten
diese Zahl als Parameter herangezogen wird, wo dann allfällige Abgangsdeckung kärntenweit über diesen Schlüssel aufgeteilt wird. Bis dato haben wir und auch die Mitarbeiter der Abteilung 3 keine Information, ob es eine Abgangsdeckung geben wird oder in welcher Höhe diese ausfallen wird. Das Rechnungsergebnis 2023 ist ja in weiterer Folge auch in der Vermögensrechnung enthalten. In den Unterlagen ist das unter dem kumulierten Rechnungsergebnis dargestellt. Das kumulierte Rechnungsergebnis beinhaltet somit das Ergebnis aus den Vorjahren inklusive 2022 und zudem wird jetzt das Ergebnis des laufenden Jahres 2023 hinzugezählt und dieses ergibt dann das kumulierte Ergebnis 2023. Wir haben in Summe ein Ergebnis von minus 477.964, wobei die laufenden Ergebnisse der Gebührenhaushalte ein Ergebnis von minus 53.009,92 ergeben. Wenn man diese beiden zusammenzählt, kommt man auf ein operatives Ergebnis, das ist jetzt quasi das Gesamtergebnis ohne Gebührenhaushalte von minus 424.954. Mit den Ergebnissen der Vorjahre stehen wir jetzt bei einem kumulierten Ergebnis der operativen Gebarung von minus 647.850. Dieses Ergebnis steht auch in der Vermögensrechnung als quasi Bilanzergebnis fest. Dieses Ergebnis hat aber insofern auch nur bedingte Aussagekraft, weil ja auch die ursprüngliche Vermögensbewertung und Vermögenserfassung hier einen wesentlichen Einfluss dazu beiträgt. Da kommen wir zur Vermögensrechnung. Die Vermögensrechnung stellt die Bilanz zum 31.12.2023 dar. Wir haben in Summe eine Bilanzsumme von 11.665.650. Das ist ein Plus von 200.352. Wir haben da alle Positionen, wie es auch bei einer GmbH abgebildet ist, enthalten. Das betrifft das Anlagevermögen, die Liquiditätsstände, die Forderungen und auch die Rechnungsabgrenzungen. Auf der Aktivseite und auf der Passivseite sind eben die Positionen der Mittelherkunft abgebildet. Das sind im Wesentlichen die Forderungen, die Darlehen, die Rücklagen und als Ausgleichsposition ergibt sich dann das Nettovermögen der Gemeinde mit 5.156.000, das sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des negativen Ergebnisses um 273.000 € verringert hat. Die Beteiligungen der Marktgemeinde Kötschermauthen sind im Wesentlichen die Aquarena Kötschermauthen, die Immobilien KG, die Abwasserbeseitigung Kötschermauthen und die NLW Tourismus Marketing mit einem Gesamtbetrag von 1.722.000, wobei die Immobilien KG mit knapp 1,5 Millionen die größte Position darstellt. Die Rücklagen und Zahlungsmittelreserven sind ja seit 2020 aufgeteilt. Im Aktiver haben wir die Zahlungsmittelreserven, die bankmäßigen Guthaben darstellen und auf der Passivseite die Rücklagen, die Ausgleichsposition zu den einzelnen Gebührenhaushalten darstellt. Da haben wir Zuführungen in Summe gehabt von 164.000 € aus Grundstücksverkäufen und Rücklagenentnahmen in Höhe von 161.600 für die Finanzierung des inneren Darlehens für den Ankauf des DLF 5000. Die Haftungen betragen mit Bilanzstichtag rund 3.592.000, betreffen die Abwasserbeseitigung Kötschermauthen und die Immobilien KG. Der Schuldenstand liegt bei rund 409.000 und hat sich um 62.000 € verringert. Die Schulden betreffen ausschließlich die marktbestimmten Betriebe, im Wesentlichen die Wasserversorgung und die Wohngebäude Kötschach 250 und St. Jakob 18 sowie die Klärschlamm-Kompostieranlage.
Dann kommen wir zu den Umlagen und Beiträgen, die im letzten Jahr geleistet wurden. Die Gesamtsumme liegt bei 3,2 Millionen, eine Steigerung von rund 234.000 gegenüber dem Vorjahr, entspricht rund 7,7%. Die größte Position ist die Sozialhilfeumlage mit 1,2 Millionen Euro, gefolgt von den Krankenanstaltenbetriebsabgängen mit rund 600.000 Euro. Wir haben im vergangenen Jahr auch Finanzzuweisungen erhalten. Das ist einmal der Zuschuss aus dem Pflegefonds mit rund 125.000 Euro, Mittel aus dem Strukturfonds mit 100.000 Euro und den Gemeindefinanzausgleich mit 198.000 Euro. Das ist jener Teil, den die Gemeinde vom zugesicherten PZ-Rahmen für den Ausgleich des Haushaltes heranziehen muss. Im vergangenen Jahr sind in Summe rund 1.478.000 an Steuern und Abgaben vorgeschrieben und eingehoben worden. Das ergibt gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 117.000 Euro. Positiv hervorzuheben ist hier die Kommunalsteuer, die mit einem Plus von 103.000 hier die wesentlichste Steigerung ausmacht. Negativ aufgefallen ist hier die Tourismusabgabe mit einem Minus von fast 11.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Dann kommen wir zu den Ertragsanteilen. Das ist für die Gemeinde die wichtigste Einnahmeposition. Da liegen wir im letzten Jahr bei 3.380.000 und gegenüber dem Voranschlag haben wir ein marginales Plus von 18.824 Euro, was 0,56% entspricht. Gegenüber dem Vorjahr ist aber deutlich zu merken, dass wir da einen Rückgang zu verzeichnen haben und insgesamt haben wir gegenüber 2022 um 156.000 Euro weniger an Ertragsanteilen erhalten. Welche betriebsähnlichen Einrichtungen sind im Rechnungsabschluss abgebildet? Der Friedhof schließt im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 6.182 und im Finanzierungshaushalt mit einem Minus von 2.448. Im Naturschwimmbad haben wir im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt annähernd ein Minus von 10.000 Euro. Bei der Aquarena Kötschermauten ist eine Zuschussdeckung in Höhe von 200.000 Euro an die GmbH gezahlt worden. Davon sind 115.000 Euro aus dem PZ-Mittelrahmen bedeckt und ein Betrag von 100.000 Euro als Investitionszuschuss aus Bedarfszuweisungen vom Landesrat Fellner außerhalb vom Rahmen ist an die GmbH gewährt worden. Beim Abschnitt Tourismus schließen wir mit einem Abgang von 30.700 Euro. Bei der Schneeräumung sind Gesamtaufwendungen von 207.000 Euro angefallen. Da sind wir rund 64.000 Euro unter dem Voranschlag. Und beim Abschnitt Essen auf Rädern schließen wir mit einem Ergebnis von 8.600 Euro minus. Dann wurden im vergangenen Jahr Subventionszahlungen für den Betrieb der Kindergärten in Höhe von 300.000 Euro geleistet. Die Kopfquote für Kinderbetreuungseinrichtungen an das Land Kärnten betrug rund 109.000 Euro. Aufwände für das Jugendzentrum liegen bei rund 30.500 Euro. Und für die Nachmittagsbetreuung wurden insgesamt 35.300 Euro aufgewendet. Dann kommen wir zu den Gebührenhaushalten. Der Wirtschaftshof schließt im Ergebnishaushalt mit einem leichten Minus von 1.747 und im Finanzierungshaushalt mit einem Minus von 4.356 Euro. In der Wasserversorgung schließen wir im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 53.264 und im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 69.861. Hier ist anzumerken, dass in diesem Ergebnis auch das Sanierungsprojekt der Mautner Klamm enthalten ist, welches ungefähr mit einem Aufwand von 55.000 Euro an Sanierungskosten enthalten ist. Bei der Abwasserentsorgung schließt der Ergebnishaushalt mit einem Plus von 70.000 Euro, welches als Rücklage in der Gemeinde im kumulierten Ergebnis verbleibt. Und im Finanzierungshaushalt schließen wir mit einem Ergebnis von rund 320.000 Euro,
Dies deshalb, weil ja die Abrechnung und die Transferzahlungen an die APKM immer erst im Folgejahr erfolgt. Bei der Müllentsorgung schließt der Ergebnishaushalt mit einem Minus von 74.800 Euro und die Finanzierungsrechnung von rund 88.000 Euro. Wohngebäude Kötschach 250, im Ergebnishaushalt ein Plus von 9.432 Euro und im Finanzierungshaushalt ein Plus von 26.800 Euro. Beim Wohngebäude St. Jakob 18 schaut es ein bisschen anders aus. Da haben wir ein Minus im Ergebnishaushalt von 2.629 Euro und im Finanzierungshaushalt ein Minus von rund 1.500 Euro. In den Gesamtsummen des Rechnungsabschlusses sind auch die Vorhaben und Projekte, die früher im außerordentlichen Haushalt abgebildet waren, enthalten. Hier wird jetzt unterschieden in investive Einzelvorhaben und in sonstige Vorhaben. Investive Einzelvorhaben waren im vergangenen Jahr das Vorhaben Sanierung Dollingweg mit Investitionen von 87.000 Euro. Wir haben hier Einnahmen von 15.000 Euro für die Mehrkosten aus Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb vom Rahmen vom Landesrat Fellner erhalten. Insgesamt liegen wir hier bei diesem Projekt bei 311.000 Euro an Einzahlungen und 647.000 an Auszahlungen. Somit war im vergangenen Jahr ein Betrag von 335.000 Euro unbedeckt. Das Projekt ist 2024 baulich fortgesetzt worden und wird heuer abgeschlossen. Das zweite investive Einzelvorhaben KIK 2020 Infrastrukturprojekt für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung ist noch ein Rest aus dem abgeschlossenen Projekt, das mit der KIK 2020 finanziert wurde. Da war noch eine Rechnung, die 2023 bezahlt wurde mit 1.058. Da haben wir insgesamt Einzahlungen von 250.000 und Auszahlungen von 232.000, also ein Plus von rund 17.500 Euro. Und das dritte investive Einzelvorhaben ist die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges 5000 für die FF Kötschach-Mauthen. Insgesamt wurden hier 372.000 Euro investiert, die mit Förderung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes in Höhe von 184.000 und mit einem inneren Darlehen von 161.600 Euro finanziert wurde. Die sonstigen Vorhaben und Projekte sind die Einrichtung der Kinder- und Betreuungs- und Bildungseinrichtungen in der Volksschule und im Rathaus mit der Nachmittagsbetreuung. Diese sind mit eher kleinen Beträgen abgebildet, weil hier der Projektabschluss und die Verrechnung der Betriebsausstattung erst im heurigen Jahr erfolgt. Das Projekt Gemeindestraßensanierungen 2022 und 2023 wurde baulich abgeschlossen. Aufwände mit 41.000 Euro sind verbucht, 80.800 Euro an Bedarfszuweisungsmitteln und 16.800 Euro an KIK-Mitteln, also das kommunale Investitionsgesetz, sind verbucht worden und wird heuer abgerechnet. Gemeindestraßensanierung, da ist die Brücke in der Schlankengasse saniert worden mit Aufwänden von 21.100 Euro, finanziert aus Mitteln des kommunalen Investitionsgesetzes mit 10.500 Euro und Bedarfszuweisungsmitteln in gleicher Höhe. Schutzprojekt Kötschacher Bach, hier wurden Gesamtaufwände von 34.800 Euro für die wasserrechtliche Einreichprojekterstellung aufgewendet. Das WLV-Projekt, zweites Detailprojekt Lesachtal, hier wurden Interessentenbeiträge in Höhe von 20.000 Euro geleistet und 37.600 Euro an Bedarfszuweisungsmitteln eingehoben. Katastrophenschäden 2022, das betrifft die Sanierung der Bergele-Bachbrücke in Mandorf. Instandhaltungskosten waren im vergangenen Jahr bei rund 77.866 Euro. Die Mittel vom Katastrophenfonds wurden mit 42.600 Euro ausbezahlt. Die bauliche Fertigstellung und Endabrechnung erfolgt im heurigen Jahr.
Generalsanierung Güterweg Sittmoos sind keine Zahlungen erfolgt, da ist der Projektbeginn erst 2024. Das LIDA-Projekt Erlebnisraum Kötschach-Mauthen sind Einnahmen und Ausgaben an den Verein so viel mehr in Höhe von 30.000 Euro. Das Innovationszentrum Kötschach-Mauthen, auch hier sind keine Zahlungen erfolgt. Die Umsetzung ist erst im heurigen Jahr begonnen worden. Dann das interkommunale Projekt Gewerbeentwicklung Geiltal ist mit Einnahmen und Ausgaben von 20.000 Euro als Transferzahlungen an den Gemeindeverband erfolgt. Und im Bereich der öffentlichen Beleuchtung wurde die Straßenbeleuchtung im Mahlbach mit einem Betrag von 10.000 Euro erneuert. Wie bereits erwähnt, im Bereich der Wasserversorgung ist die Quellableitung der Mautner Klamm mit einem Gesamtaufwand von 55.000 Euro saniert worden und beim Bergerlebnisprojekt, beim Projekt Bergerlebnispark Geilberg ist die Förderabrechnung erfolgt. Da haben wir Einzahlungen in Höhe von 58.000 Euro erhalten. Gut, das Projekt WLV Runse-Weidenburg ist mit Einzahlungen der Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 14.300 Euro abgeschlossen worden. Und mit diesem Vorhaben schließe ich auch meinen Bericht zum Rechnungsabschluss 23. Danke. Danke, Herr Finanzverwalter. Wie immer danke auch für die umfangreichen Vorarbeiten. Es ist wirklich eine Herausforderung, vor allem seit wir die VRV haben. Wie gesagt, der gesamte Rechnungsabschluss ist eine gute Nachtlektüre, kann sich jeder gerne anschauen, die Detailzahlen, aber ich glaube, die wesentlichen Eckpunkte haben wir jetzt gehört. Gibt es Wortmeldungen? Mhm. Herr Gemeinderat Luser. Herr Gemeinderat, werter Herr Bürgermeister, ich hätte noch eine kurze Frage. Wegen Herrn Luser, es ist ja alles perfekt zusammengestellt, muss ich sagen. Er hat ja im Detail detailliert die Abweichungen. Mich würde aber nur trotzdem interessieren, Abweichungen wird es natürlich klarerweise immer geben zwischen Budget und Ist, geht ja gar nicht anders, weil ja doch, muss auch sagen, Gott sei Dank, die Abweichung im positiven Sinne verlaufen ist, nämlich das Jahresergebnis um rund 477.000 Euro besser ausgefallen ist als das Budget. Umgekehrt war es natürlich blöder gewesen. Ich glaube, da würde der Herr Luser in eine gewaltige Erklärungsnot geraten. Aber gerade bei diesen Transferzahlungen würde mich interessieren, warum da eine Abweichung, eine eklatant hohe Abweichung von 413.000 Euro zustande kam. Okay. Das wäre es eigentlich. Oder wie das zustande kommen kann, dass da so eine hohe Abweichung zustande oder resultiert. Ja, danke für die Anfrage. Also mir ist jetzt nicht bekannt, welche Detailposition da jetzt konkret gemeint ist, aber das ist genau das, was ich versucht habe, anfänglich zu erklären. Die Gesamtsummen des Ergebnishaushaltes und des Finanzierungshaushaltes setzen sich natürlich aus den ganzen Einzelkonten zusammen, die dann wiederum im Ergebnishaushalt und im Finanzierungshaushalt abgebildet sind. Die 476.000 Differenz betreffen den Ergebnishaushalt und da haben wir eben die Positionen der operativen Gebarung und in der operativen Gebarung haben wir jetzt bei den Erträgen minder Erträge von 35.000 Euro und allein bei den Erträgen habe ich Positionen, wo ich sage, da habe ich jetzt 100.000 Euro Mindererträge und 136.000 Euro mehr Erträge, wie zum Beispiel bei der Kommunalsteuer. Und in Summe habe ich dann die 35.000 Euro Mindererträge. Und bei den Aufwänden ist es genauso. Bei den Aufwänden habe ich dann eine Position, die eben minder oder viele Positionen, die Minderaufträge oder Minderaufwände verursachen und auch Positionen, die Minderaufwände oder auch Mehraufwände verursachen und diese Positionen muss man dann in Summe zusammenzählen, um auf die Position zu kommen. Wenn es gewünscht ist, kann man natürlich die einzelnen Konten mit den Abweichungen auflisten.
Ich habe jetzt da für mich nur die wesentlichen Positionen mit einer Abweichung von größer als 10.000 Euro aufgelistet. Die kann auch gern Einblick genommen werden, aber ich glaube, das wäre dann zu weit im Detail, dass wir das jetzt da im Rahmen der Sitzung machen. Aber ich stehe natürlich für so eine Fragen gern zur Verfügung. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Durnau. Hoher Gemeinderat, die Jahresrechnung ist Spiegelbild der Arbeit des Gemeinderates, aber in erster Linie die Arbeit des Bürgermeisters, des Gemeindevorstands und in einem kleinen Kreis des Gemeinderates. Wenn wir einen Abgang von 477.000 ausweisen, ist dies sicherlich nicht erfreulich, aber ich gebe zu, in Zeiten wie diesen ist es nicht einfach. Und so komme ich jetzt einmal geschwind zu meinem Thema. 995.000 Rücklagen vom Kanal. Diese Rücklagen sind weder verzinst, das ist Geld vom Bürger, der für den Kanal einzahlt. Und hier gibt es einfach beim Kanalverantwortliche, es gibt beim Wasserverantwortliche und beim Kanal kommen wir mal ganz offen darauf hin, ist da ein Zusammenspiel zwischen APKM und der Gemeinde. Weil wenn die Gemeinde mit 995.000 arbeiten kann, wie würde das Budget ausschauen, wenn wir diese 995.000 nicht wären? Und ich muss schon sagen, bei der APKM ist auch, Herr Bürgermeister, Sie sind da verantwortlich, da müssen wir auch einen Geschäftsführer haben. Das sind Zustände, wo es nicht mehr der Zeit entsprechend. Nehmen wir heute her, ich bin selbst in die Jahre, aber der Geschäftsführer, meine, darüber wird man in Zukunft auch ein Wort reden müssen. Und beim Wasser, wenn ich hernehme, wir haben Schulden und wir haben sehr wenig Rücklagen. Und seit 2 Jahren ist beim Wasser überhaupt nichts geschehen. Der Herr Brieger, jetzt haben wir einen Herrn Rauch und ich bin nur gespannt, sollte wieder eine Trockenheit und wie es prognostiziert wird, kommt das wieder einmal, wo wir dann mit dem Wasserhaushalt landen. Und noch was, die Zweitwohnabschiedsabgabe oder Gebühreneinhebungen. Uns wird von dem Kassenverwalter erklärt, der Kontrollausschuss hat keine Einsichtmöglichkeit. Jetzt frage ich mich ganz offen, da draußen sind Häuser gebaut worden, lief, die waren ja Zweitwohnsitze sein. Und 1.000 Euro, nicht einmal 1.000 Euro sind mehr Einnahmen von den Zweitwohnsitzen. Und wir als Kontrollausschuss haben da keine Einsicht. Ich meine, mag sein, dass es gesetzlich so ist, aber da sage ich ganz offen ehrlich, da gehe ich in die Presse und da gehe ich oben auch nochmal auf die Landesregierung, auf die Gemeindeabteilung. Das kann es nicht geben, dass wir nicht als Kontrollausschuss Einblick erhalten. Und deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, es sind auch positive Sachen in der Gemeinde gesehen. Dullingweg haben wir 1 Million, wo kein, die Bürger zahlt das. Aber Würmlach, muss ich sagen, muss danken. Keinen Schilling an Beiträge zu leisten. Aber eines muss auch klar sein, 300.000 sind ein Haufen, die müssen wir auch mit Bedarfszuweisungen erst abstottern. Und ich bin halt der Meinung, wenn solche Zustände sind, kann ich dieser Jahresrechnung heute nicht die Zustimmung erteilen. Danke vorerst. Gut, danke Herr Gemeinderat Turner. Ja, war recht viel jetzt auf einmal. Das Thema mit den Rücklagen der APKM ist ein Dauerbrenner natürlich. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der APKM, weil wir ja auch beteiligt sind, klarerweise, und wir das gemeinsam bewirtschaften. Zu den Rücklagen haben wir heute mit dem Finanzverwalter eh schon kurz geredet, dass wir da uns einmal eine klare Auskunft von Seiten des Landes einholen werden, wie mit solchen inneren Darlehen und Rücklagen von Seiten des Landes umzugehen ist, damit wir mal eine klare Auskunft kriegen. Aber vielleicht kann das der Finanzverwalter dann noch kurz ergänzen. Das Thema Wasser, da möchte ich sagen, es ist in den letzten 2 Jahren sehr viel passiert, aber nicht zulasten der Gebührenzahler.
Wir haben zum Beispiel ein Fernwirksystem eingebaut, das es den Bürgern ermöglicht, dass sie sofort feststellen, wenn Wasserverbräuche sind, die über das Normale hinausgehen. Das heißt, der Wassermeister fährt regelmäßig durch die Gemeinde und kann durch diese Fernzähler feststellen, wenn irgendein Bürger oder Betrieb durchgehend Wasserverbrauch hat. Dadurch sparen sich die Gebührenzahler auch viel Geld, weil sie dann schneller draufkommen, wenn ein Wasserrohrbruch oder sonstiges technisches Gebrechen ist. Wir haben die Hochbehälter teilweise saniert, wir haben Leitungen saniert, wir haben Leckagen gefunden und geortet, wir haben UV-Anlagen getauscht, wir haben Pumpen getauscht. Was haben wir noch alles gemacht? Ja, der Masterplan, den haben wir eben erstellt, wobei wir eben mit dem Ingenieur Rauch dann einen Experten dazugeholt haben, um die Abarbeitung des Wassermasterplanes zu ordnen, weil der Wassermasterplan ist ja ein Projekt mit mehreren Millionen Euro, den man auch wieder langfristig finanzieren muss, zu Lasten der Gebührenzahler natürlich, wenn man so viel Geld ausgeben will oder muss. Und um da eine klare Abfolge und da die Zweckmäßigkeit am besten darzustellen, haben wir eine Risikoanalyse gemacht über den Winter, wo wir feststellen, was sind die ersten Schritte, die man machen muss, die man machen sollte, um vielleicht auch gewisse Maßnahmen des Wassermasterplanes vorzuziehen oder sich vielleicht sogar zu sparen. Also es passiert schon sehr viel und alle, die da beteiligt sind, wissen das. Zweitwohnsitzabgabe, das kann ich jetzt nicht beurteilen, was das Gespräch im Kontrollausschuss war zur Einsicht oder Nicht-Einsicht. Ich kann nur sagen, wir haben bei der Zweitwohnsitzabgabe im Jahr 2021 massiv nachgeschärft und einmal ein Feststellungsverfahren eingeleitet, um wirklich noch zu schauen, wo gibt es noch Lücken im System. Auch das haben wir heuer wieder fortgesetzt, ab Jänner meines Wissens oder im Februar, haben wir wieder Hausbesitzer angeschrieben und aufgefordert, sich zu deklarieren, wo es nicht ganz klar war, ob das so passt. Wenn du an die Presse gehen willst, kann man es da eh nicht verbieten, aber bitte den Datenschutz zu beachten. Und das Thema Dolingweg, ja, natürlich kostet es einen Haufen Geld. Wir haben auch diesmal wieder ein Projekt, was heute noch auf der Tagesordnung steht, im ländlichen Wegenetz, was auch sehr viel Geld kosten wird, was unterm Strich immer der Steuerzahler mitträgt. Aber ich glaube, es ist wichtig und da wird mir vielleicht der Referent recht geben, dass es auch die peripheren Bewohner der Gemeinde durchaus ein Recht haben, in die Gemeinde zu kommen. Und auch der Landwirt am Berg zahlt bei allen anderen Straßen mit, indirekt. Also warum soll es umgekehrt nicht so auch sein? Natürlich muss man sich als Gemeinde überlegen, wie weit man es sich leisten kann. Und auch das wird regelmäßig diskutiert. Wir haben auch eine neue Verordnung oder zumindest eine Richtlinie in Ausarbeitung, wie diese Zuschüsse zum ländlichen Wegenetz in Zukunft zu erfolgen haben, weil da sicher Potenzial besteht. Herr Finanzverwalter, willst du irgendwas zu den Anmerkungen Richtung Kontrollausschuss noch ergänzen? Kann ich gerne machen, ja danke, Herr Bürgermeister. Das Thema Kanalrücklagen ist schon öfter Thema gewesen. Ich werde das nochmal versuchen zu erläutern. Aus meiner Sicht ist ja die Kanalrücklage, wie sie genannt wird, ja keine Rücklage, sondern ein positives, kumuliertes Ergebnis. Die Rücklage in dem Sinne, dass das dieser Zahlungsmittelreservekanal zugeführt wäre, das ist ja nicht der Fall. Das ist richtig, was der Gemeinderat Thurnau gesagt hat. Das heißt, das positive Ergebnis, das heißt, dieser Überschuss, den die Abwasserbeseitigung Kötschach-Mauthen aktuell nicht braucht, um ihre Bilanz auszugleichen, bleibt als Rücklage im kumulierten Ergebnis des Gemeinderechnungsabschlusses stehen. Die liquiden Mittel, die ja jetzt beim Gebührenkanal eingehoben wurden, die sind ja jetzt auf dem Bankkonto der Gemeinde und mit diesem Geld arbeitet die Gemeinde richtigerweise. Das heißt, im Liquiditätsstand sind auch diese Rücklagen, wenn man so benennen will, enthalten. Umgekehrt, wenn jetzt die APKM diese Mittel für Investitionszwecke abruft, muss die Gemeinde die Liquidität natürlich zur Verfügung stellen und den entsprechenden Kredit- oder Kassenrahmen eben sicherstellen, dass die Liquidität auch zur Verfügung gestellt werden kann, wenn die APKM diese Gelder braucht. Was wir aktuell mit der Abteilung 3
noch nicht abklären konnten, ist das, inwieweit die Gemeinde diese Gelder einer Zahlungsmittelreserve, und das ist ja der Sinn, diese Gebührenhaushalte zuführen kann, weil es ja seit dem Jahr 2020 mit dem neuen System ja nicht mehr diesen einen Ausgleich der Gebührenhaushalte gibt, wo jetzt Überschuss der Rücklage zugeführt wurde oder beim Abgang des der Rücklage entnommen wurde. Das heißt, das passiert jetzt auf Ergebnisrechnungsbasis, wo eben das kumulierte Ergebnis erhöht oder reduziert wird. Da haben wir bis heute keine aussagekräftige Antwort der Abteilung 3 erhalten. Da bleiben wir aber dran. Und das ist das, was vielleicht auch bei der ganzen Thematik anknüpft, dass die Gemeinde jetzt mit diesem Geld arbeitet und es nicht verzinst wird. Verzinsung haben wir auch schon einmal gehabt, das Thema. Verzinst werden innere Darlehen. Das heißt, wenn ich jetzt Zahlungsmittelreserve habe und das dann für Kassenverstärkung zur Verfügung oder hernehme und das zur Verfügung steht, dann habe ich diese Entnahme mit dem entsprechenden Zinssatz der Zahlungsmittelreserve zu verzinsen. Aktuell ist dieser Zinssatz bei 0,01%. Um da einen höheren Zinssatz zu lukrieren, müsste man dieses Kapital aber 6 bzw. 12 Monate binden. Aber wir sind dabei, das auch mit der Abteilung 3 noch entsprechend abzuklären und dann aufzubereiten, damit wir da eine entsprechende Lösung dann finden, die alle zufriedenstellt. Zum Einblick ins Abgabewesen im Kontrollausschuss kann ich berichten, dass es Usus war, Abgabenfälle oder Abgabenrückstände zu prüfen und die Einhebung zu prüfen. Es gibt aber vom Gemeindebund ganz klar rechtliche Auskunft, dass Abgabeverfahren der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht und dem Datenschutz unterliegen. An das halte ich mich so lange, bis ich eine andere Weisung kriege. Ich glaube, dass es immer Abgabefälle gibt, die man außenstehend anders sieht. Wenn man Hinweise hat, kann man das gerne mitteilen. Wir geben dem nach, um da auch alle gleich zu behandeln. Und auch die Zweitwohnsitzabgabe ist ein Thema, das bei uns immer evaluiert wird. Wir schauen auch immer, gibt es neue Zweitwohnsitzabgabe. Und das ist natürlich auch rechtlich immer eine schwierige Aufgabe, das entsprechend richtig dann zu beurteilen. Und zur Wasserversorgung kann ich noch ergänzen, die Ausführung vom Herrn Bürgermeister, dass wir da mit der APKM bzw. der WTE, den laufenden Betrieb übernommen hat in der Wasserversorgung, jetzt aktuell auch im Austausch stehen aufgrund der Jahresrechnung und des Masterplans, dass wir da eine langfristige Liquiditätsrechnung erstellen und diese mit dem Land Kärnten dann abgestimmt wird. Das Land Kärnten hat ja ein eigenes System der Gebührenkalkulation und aus diesem Ergebnis soll dann ein Gebührenvorschlag für die Gebührenanpassung erfolgen, die dann im Verordnungswege über den Gemeinderat zu beschließen ist. Danke. Danke. Der nächste war der Herr Gemeinderat Kogler. Danke, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat. Ich danke auch an Manuel für die Ausführlichkeiten. Es ist ja jetzt ja ein großes Projekt, was er da im Kontrollausschuss als erstes vorlegt. Ich denke, er versucht es wirklich so zu erklären, dass man es dem auch nachvollziehen kann. Es ist wirklich ein sehr komplex aufgebautes System. Wir haben schon ein paar Mal geredet, dass es einfach schwierig ist, aufgrund von Landes- oder Bundeskürzungen, dass die Gemeinden da eigentlich unter dem Strich das sind, was am meisten darunter leiden. Deswegen ist alles andere wichtig, was man irgendwo an Projekten oder eben Petitionen herziehen kann. Ich darf da noch mal kurz hinweisen, und da will ich ja sagen, dass das als Gemeinderat überparteilich zu bewerten ist. Es gibt diese Petition Ja zum Geiltal, was jetzt da gestartet worden ist, und eben diese Verkaufsanteile von Land, was in Nossfeld da eben frei waren, sollen wieder zurück in diese Region, in Projekte, vor allem da, wenn wir an die Aquarena oder am Lift denken, dann denke ich, dass das auch berechtigt ist, da dies in Anspruch zu heben. Und wichtig wäre natürlich, da viele Unterschriften zu sammeln, und zwar von alle, weil es geht für die Region und für uns und für alle. Da hoffe ich, dass da breite Unterstützung zusammenkommt. Danke. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Gemeinderätin Rannauer. Ja, hoher Gemeinderat, meine Frage eigentlich ist, wie ist, also die Ausgaben, ja, die gibt es, die Gebührenerhöhungen gibt es auch,
Aber gibt es innerhalb der Gemeinde, der Gremien, wie auch immer, Ideen, Tendenzen, was auch immer, Einsparungsmaßnahmen zu einfach zu erheben oder wo in der Gemeinde Möglichkeiten sind, dass man einfach bestimmte Dinge effizienter, Abläufe effizienter gestalten könnte, um da einfach auch Einsparungen zu tätigen und die Gebühren eben nicht immer nur in die Höhe zu treiben. Gut, danke für die Anfrage. Ja, natürlich sind wir im ständigen Denken und im Denkenprozess. Ein großes Thema für uns ist das Thema Energie. Wir sind doch ein sehr großer Verbraucher, sowohl mit der Aquarena, die uns ja dann über die Abgangsdeckung genauso trifft, wie auch das Thema Straßenbeleuchtung, Stromverbrauch, Fernwärme. Da haben wir in den letzten anderthalb Jahren natürlich massive Preissteigerungen hinnehmen müssen. Die KELAG hat uns ja die Verträge gekündigt beim Strom. Wir haben dann laufend anbieten lassen letztes Jahr und unterm Strich haben wir dann alle Verträge auf die AAE überschrieben, die zu dem Zeitpunkt der Bestbieter war. Wir haben den Verbrauch auch teilweise schon senken können, wenn ich daran erinnere, wir haben die Straßenbeleuchtung im Jahr 2020/21 bei 100 Leuchtpunkte zumindest einmal auf LED umstellen können. Wir haben im Rathaus den gesamten Kellerbereich auf LED statt die alten Leuchtstoffröhren umgestellt. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet innerhalb der Verwaltung, die sich jetzt alle 14 Tage trifft, wo wir schauen, wie können wir den ganzen Rathauskomplex, Volksschule und so weiter optimieren. Und es gibt ein Projekt oder zumindest die Absicht, eine große Photovoltaikanlage im Bereich des Rathauses oder auf dem Rathaus zu errichten. Das gestaltet sich insofern ein bisschen schwierig, weil alle Anbieter, mit denen wir bis jetzt Kontakt gehabt haben, entweder sich gar nicht zurückgemeldet haben oder sehr zögerlich ihre Arbeit aufnehmen. Und im Hintergrund haben wir im letzten Jahr über die Camp Tourismus, das ist die nachhaltigste Tourismusregion, die hat ein eigenes Förderpaket gehabt für Beratungsleistungen. Da haben wir mit der Nobile Group die Grundimplementierung einer Energiegemeinschaft innerhalb der Gemeinde geplant. Dieser erste Schritt ist jetzt kurz vor dem Abschluss. Es gibt da noch eine zweite Planung, weil wir ja zwei Netzgebiete haben innerhalb der Gemeinde. Das heißt, eines, was das AE-Netz betrifft und eines, was das KNG-Netz betrifft. Da gibt es jetzt in den nächsten Wochen noch Abstimmungen. Das heißt, das Ziel ist erstens, eigene Stromerzeugung für die gemeindeeigenen Verbrauchsstellen zu schaffen und zweitens, das aber auch über Energiegemeinschaften mit den Bürgern, mit den Betrieben zu kooperieren, weil man sich dort an die Netzgebühren spart und dadurch ein gewisses Einsparungspotenzial da ist. Es ist natürlich auch geplant im Zuge, und das haben wir ja schon öfter besprochen, im Zuge des Glasfaserausbaus weitere Leuchtpunkte in der Gemeinde zu modernisieren, um da auch wieder Strom zu sparen. Also es laufen ständig, ich weiß nicht, ob es Ergänzungen gibt, mir fällt jetzt nicht alles ein, aber wir sind laufend am Abstimmen, was die Einsparungspotenziale im Bereich der Energie betrifft. Das Thema Wirtschaftshof, da haben wir ja im letzten Jahr die Arbeitsgruppe wieder gestartet. Da sind schon einige Vorschläge am Tisch, wie man Einsparungen treffen kann. Das Problem ist, wenn man beim Wirtschaftshof spart, trifft es halt entweder den allgemeinen Haushalt in der Gemeinde oder es trifft den Bürger. Das muss man ganz offen sagen, weil es hat sich halt einfach über 30 Jahre gewisse Sachen eingebürgert, die teilweise freiwillige Leistungen der Gemeinde waren oder sind. Und da jetzt massiv einzugreifen, würde halt wieder die Bürger treffen. Und da, aus meiner Sicht muss man halt da behutsam vorgehen, aber es wird, wenn sich die allgemeine Entwicklung so weiterzieht, finanziell, wird es uns eh nicht erspart bleiben. Wobei ich sagen muss, wir haben, wie man sieht, im Rechnungsabschluss doch einige positive Effekte in der Gemeinde in den letzten Jahren erzielen können, sei es die Kommunalsteuer, sei es die Nächtigungszahlen im Tourismus, sei es die Einwohnerzahlen. Wir haben einiges investiert letztes Jahr im Bereich der Kleinkinderziehung. Wir haben die Ganztagsschule ausgebaut. Es gibt da Überlegungen, das auf die Hauptschule jetzt auszuweiten, weil auch dort Anmeldungen sein. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die man sich als Gemeinde leisten muss, um die Familien, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch den Standort zu sichern. Weil es gibt natürlich große Player in Kärnten, so wie Villach, Klagenfurt, die mit Angeboten locken. Und das ist für manche sehr verführerisch, sich in den Zentralraum abzusiedeln, weil sie sagen, da habe ich diesen Vorteil oder jenen Vorteil.
Und da dürfen wir uns jetzt nicht zu Tode sparen. Auch wenn die Entwicklung nicht positiv ist, aber unterm Strich geht es um 5-7% des Gesamtbudgets, über das wir jetzt da diskutieren. In Zeiten wie diesen, glaube ich, ist es, so wie ich gesagt habe, ein blaues Auge. Wenn das natürlich schlimmer wird und das Land Kärnten die Abgänge nicht abdeckt, dann bleiben uns Einschnitte eh nicht erspart. Ich hoffe, das passt soweit, Herr Gemeindevorstand. Ja, hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister. Auch von unserer Seite nochmal den Herrn Finanzverwalter danke für die gute Arbeit, auch im Kontrollausschuss für die ganze Prüfung. Wir haben wieder einen Haufen Zahlen gehört, ja, mit einem blauen Auge, das stimmt schon. Es stimmt auch, dass wir vom Budget nicht viel selber zu bestimmen haben oder selber in der Hand haben. Dennoch muss ich sagen, wenn wir vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, das erste Mal, glaube ich, wie noch im Kontrollausschuss war, schon darüber geredet, dass ein Schneeraumkonzept einmal überarbeitet gehört, ist soweit eigentlich auch nicht wirklich viel, was passiert. Wir haben über einen Ausschuss einmal die Kernkompetenzen des Wirtschaftshofes besprochen. Ja, das war dann im Ausschuss auch schon wieder alles. Ich glaube, wir haben da schon noch einige Hausübungen zu machen, die dann auch einmal weitergemacht werden. Und nicht nur eine Sitzung einmal angefangen und dann, weiß ich nicht, schauen wir wieder, haben wir eh gehört, müssen wir schauen, wie auch immer. Schwierig. Ich weiß schon, dass es viel Arbeit ist und ich weiß auch, dass es wahrscheinlich teilweise vielleicht die Bevölkerung oder wen auch immer betrifft. Aber dennoch, glaube ich, in der wirtschaftlichen Lage müssen wir die Hausübungen machen. Und da würde ich schon bitten, dass man vielleicht gerade in diese Arbeitsgremien oder in diese Ausschüsse, ich meine, für das sind die Ausschüsse da, auch dort dann weiterarbeiten und konstruktiv weiterarbeiten. Weil ich glaube, wir haben ein gutes Klima, wo wir viel arbeiten können und auch gute Ansätze haben. Und den müssen wir nutzen und das würde ich wirklich bitten. Gut. Danke. Ja, habe ich teilweise eh schon gesagt, stimmt. Wir haben gewisse Schritte angefangen und nicht zu Ende formuliert und wir sind dran. Ich hoffe und ich bin davon überzeugt, der neue Ausschussobmann wird das einleiten, wobei es natürlich den Gemeinderäten, die in den Ausschüssen vertreten sind, auch jederzeit freisteht, Ausschusssitzungen zu fordern und Tagesordnungspunkte vorzuschlagen, denen der Obmann oder die Obfrau dann auch nachzukommen hat. Also da ist auch die Eigenverantwortung der einzelnen Gemeindemandatare natürlich immer sehr erwünscht. Aber es verursacht natürlich auch Arbeit. Das möchte ich jetzt für das Gemeindebudget auch nochmal einfach festlegen. Jede Sitzung, die wir machen, kostet Geld. Nicht nur finanziell, Sitzungsgeld oder was auch immer, sondern es ist sehr viel Arbeit für die Verwaltung. Wie wir wissen, haben wir in der Verwaltung auch gewisse Engpässe in letzter Zeit zu bewältigen. Und ich möchte einfach auch ersuchen, im Sinne der Zweckmäßigkeit, dass wir nicht irgendwelche Sitzungen aus dem Boden stampfen, nur um Sitzungen zu machen, sondern wenn, dann soll das schon eine konstruktive Sache sein. Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber einfach so, damit es in der Runde einmal gesagt ist. Weil ich weiß, was das im Hintergrund für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, so eine Sitzung vorzubereiten, nachzubereiten und, und. Da sind viele Stunden Aufwand dahinter. Und dafür möchte ich mich in diesem Rahmen auch bedanken. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Keppold, du? Achso, das Mikro, geht sich das aus? Nein. Ja. Werter Bürgermeister, hoher Gemeinderat, dann möchte ich mich gern als frisch gewählter Obmann einmal für das Vertrauen bedanken und möchte dann gleich dazu sagen, dass man, also ich habe mich schon ein bisschen umgekehrt, es gibt natürlich da Positionen, wo so sprichwörtlich der Hut brennt und ich sage das da jetzt, ich gebe mein Versprechen, dass wir da unser Bestes tun werden und das demnächst angehen werden, dass sich da dann was ändert. Ich glaube, du bist eh auch drin, genau, ja, dann werden wir das schon schaukeln. Danke. Gut, danke Herr Gemeinderat. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Vizebürgermeister Zevedin. Ja, herzlichen Dank. Bitte? Werden schon noch ein paar kommen. Ja, Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister, eingangs einmal möchte ich mich da an den Wortmeldungen anschließen. Es ist sicherlich nicht unbedingt ein rosiges Ergebnis, aber trotzdem eine Verbesserung zum Budgetvoranschlag, der natürlich einiges beinhaltet hat oder beziehungsweise nachschichtet, warum das so passiert ist. Nur eins muss man klar und deutlich sagen, wenn man ganz an der ersten oder anfangs der Seiten schaut, ich glaube, die wichtigste ist, Ziffern sind die Liquidität der Marktgemeinde und die sinkt eklatant in den letzten 3 Jahren und irgendwann wird die Liquidität ausgehen. Das ist ja das größte Problem, nicht jetzt über Abgänge zu reden, weil die produzieren irgendwo
Liquiditätsabgang. Und da wird es eng an der ganzen Sache und da müsste man dringend etwas unternehmen. Ich habe es eben vorhin schon gesagt, es ist erschreckend, wenn die Ertragsanteile des Bundes 3,3 Millionen Euro ausmachen, also die Einnahmen, die größte Einnahmenposition, und auf der anderen Seite die Umlagen und Beiträge des Landes Kärnten oder beziehungsweise an das Land fast die gleiche Höhe ausmachen, das sind glaube ich 50.000 oder 60.000 Euro plus. Also da sieht man einmal, was im Endeffekt in Wirklichkeit passiert und davon, von den 3,3 Millionen oder 3,4 Millionen, sind 2 Millionen, heuer das erste Mal, dass die Krankenumlage und die Sozialumlage über 2 Millionen Euro ausmacht. Also das sind schon Sachen, die wir nicht beeinflussen können, die aber dringlich im Land angegangen werden sollten, weil, wie gesagt, die Liquidität der Gemeinden endend wohlend ist und anderen wird es natürlich noch schlechter gehen, obwohl man sagen muss, wir Infrastrukturen zu erhalten haben, die fast keine andere Gemeinde zu machen hat. Das muss man auch dazu sagen. Freut mich einmal, dass, ist leider selten, dass eine Gemeinde Rothurnau ein Lob ausspricht bei der Ruling, wobei man auch sagen muss, wir werden noch müssen das nur einmal auf die Tagesordnung tun, weil es einen Finanzierungsplan Änderung gibt, wobei da einige Zahlen noch ausständig sind von, auf der Einnahmenseite. Das wird sicherlich noch einmal den Gemeinderat beschäftigen. Jedoch, weil Sie gesagt haben, dass der Steuerzahler an sich, also die Gemeinde, das zu 100% gezahlt hat, es hat Unsinnen gegeben, die Umlagen beziehungsweise die Interessentenmittel umzulegen. Nur wenn wir das angehen, dann wird es müssen in der ganzen Gemeinde ein Umdenken geben und Straßenbenutzungsbeiträge geben. Also das heißt, nur allein bei einem ländlichen Wegenetz umzulegen, das wird nicht funktionieren. Dann wird man auch auf Gemeindestraßen, beziehungsweise nicht Gemeindestraßen, sondern kategorisierten Verbindungsstraßen Umlagen und Beiträge einheben müssen, weil allein nur eine Straße außer zu nehmen, das funktioniert nicht und deswegen haben wir in der alten Periode das auch im Vorstand verworfen, weil das wahrscheinlich auch Rechtsstreit nach sich gezogen hätte. Jedenfalls nehme ich das wohlwollend zur Kenntnis bei der Ruling. Ich hoffe, dass das kurzfristig jetzt in den nächsten paar Monaten abgeschlossen wird. Beim Kanalrücklagen, beziehungsweise da glaube ich eh schon der Manuel sehr viel berichtet, wir haben da eh einen Antrag reingetan. Ich glaube, über das sollte man schon einmal noch diskutieren. Es ist ja nicht wenig Geld. Beim Aussage vom Bürgermeister nehme ich wohlwollend dazu Kenntnis, dass er das ländliche Wegenetz, das ist das erste Mal, glaube ich, in der Periode. Abgesagt haben wir noch gar nichts. Nein, nicht, aber ich nehme es einmal zur Kenntnis und sowas vergesse ich nicht, dass das ländliche Wegenetz sehr wohl einen Beitrag auch zusteht, beziehungsweise Förderungen lukriert werden können. Bei der Wasserversorgung, da muss ich schon auch einhackeln, da reden wir jetzt auch schon sehr lang. Es ist da seit Jahren nichts passiert bei den Kalkulationen, das betrifft gar nicht jetzt an den Bürgermeister oder den jetzigen Bürgermeister, sondern die Referenten davor. Da ist dringender Handlungsbedarf irgendwo nachzuziehen, damit wir da auf eine normale Vorgangsweise kommen. Mit etwas Verwunderung vernehme ich von Ihnen jetzt an Herr Bürgermeister, die Sache nicht Sitzungen produzieren, einfach da Sitzungen sind. Ich glaube, kein Gemeinderat herinnen, und da nehme ich jetzt an alle Parteien mit ins Boot, machen nur Sitzungen, dass es einfach nur gemacht ist. Sondern wir schauen, beziehungsweise kann ich von mir reden, schon, dass wir konstruktive Beiträge auch liefern bei den ganzen Sachen. Also das nehme ich schon mit Verwunderung zur Kenntnis, weil sie auf der anderen Seite am Anfang der Periode gesagt hat, in die Ausschüsse gehört mehr Gewicht gegeben und die sollen mehr arbeiten. Also das nehme ich jetzt ein bisschen verwundern zur Kenntnis. Abschließend aber muss ich sagen, wir sind im Vorstand mit dem Budget auch mitgegangen, aber, und das muss ich dazu sagen, unterstrichen zweimal, es müssen in nächster Zeit auch wirklich Sachen bei den Ausschüssen erarbeitet werden, wo zum Beispiel Schnellraumkonzepte erneuert werden bzw. überdacht werden,
einfach bei den Ausgaben irgendwo angesetzt wird. Das ist unser Beitrag. Gut, danke. Ich möchte noch einmal wiederholen, ich habe gesagt, es ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich möchte es nur in der Runde gesagt haben, damit wir effizient arbeiten. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Gemeinderätin Ploner. Frau Gemeinderat, Bürgermeister. Wir haben noch ein kleines Waldbad auch im Mauten. Jetzt hat mich interessieren, ob es da für heuer schon einen Betreiber oder irgendwas gibt. Ja, wir haben die Neuverpachtung des Naturschwimmbades Mauten ausgeschrieben. Innerhalb der Bewerbungsfrist waren zwei Bewerber. Mit einem Bewerber sind wir momentan in die Detailverhandlungen. Es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, wobei es sind einige kleinere und größere Sanierungsmaßnahmen im Badebuffet zu machen. Das stimmen wir jetzt noch ab, in Kooperation mit dem Herrn Betriebsleiter der Aquarena, weil der ja auch das Naturschwimmbad Mauten mitverantwortet, beziehungsweise die Amtsleitung. Es hat schon ein, zwei Ortsaugenscheine gegeben. Es schaut gut aus, dass wir das da richten bis zum Saisonbeginn. Wir gehen davon aus, wenn das Wetter irgendwann einmal sommerlicher wird, dass wir irgendwann im Juni starten können. Aber wie gesagt, es ist die Anlage, sowohl das Bad als auch der Buffetbereich ist im Jahr 1996 letztmalig groß saniert worden. Das heißt, es kommt auch schon langsam in ein Alter, wo man über größere Maßnahmen dann wird nachdenken müssen und über größere Investitionen. Momentan wird es noch mit, sage ich mal, kosmetischen Eingriffen und ein paar Spenglerarbeiten gehen. Aber es kostet natürlich alles Geld. Wir haben auch die heimische Firma Turner gebeten, sich die Küchengeräte anzuschauen, weil auch das nach zwei Jahren Stillstand mehr oder weniger, was wir jetzt gehabt haben, nicht alles im besten Zustand ist. Also ganz ohne Geld wird es nicht gehen für die Gemeinde, für diesen Budgetansatz, aber wir sind guter Dinge, dass wir in den nächsten Tagen das abschließen können. Also es schaut sehr gut aus, dass wir in diesem Sommer wieder einen Pächter haben. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich mich einmal recht herzlich für die wirklich intensive Arbeit bedanken und darf den Tagesordnungspunkt zur Abstimmung bringen. Es ergeht der Antrag aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 11. April. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass der Rechnungsabschluss 2023 genehmigt wird. Auf die textlichen Erläuterungen zum Rechnungsabschluss wird gesondert hingewiesen. Wer damit einverstanden ist, möge ein Zeichen mit der Hand geben. Gegenstimmen, mehrheitlich angenommen, Gegenstimmen, Namensliste Dürner. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt ländliches Wegenetz, Bringungsgemeinschaft Güterweg Sitmus, Abschluss eines Fördervertrages. Seitens der Bringungsgemeinschaft Güterweg Sitmus wurde bei der Marktgemeinde Kötschach-Mauten am 4.12.2020 ein Antrag auf Generalsanierung des Güterwegs Sitmus eingebracht. Hierfür wurden seitens der Abteilung 10 vom Land Kärnten die Gesamtkosten in der Höhe von 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Die Kostenaufteilung erfolgt zu 65% aus Mitteln des Landes Kärntens, also 845.000 Euro. Und aufgrund der bisherigen Grundsatzbeschlussfassung übernimmt die Marktgemeinde 50% der Interessentenbeiträge, also gesamt 17,5%, ist berechnet mit 227.500 und Interessentenmittel 227.500 ist auch 17,5%. Der Fördervertrag, welcher zwischen der Abteilung 10 und der Bringungsgemeinschaft Güterweg Sitmus abgeschlossen wurde, beinhaltet den Punkt, dass sich bei Kostenüberschreitungen bis maximal 10% der Gesamtkosten der Förderbetrag vom Land Kärnten laut dem gleichbleibenden Prozentsatz von 65% erhöht. Diesbezüglich wurde bei einer gemeinsamen Besprechung am 23.01.2024 mit Herrn Diplom-Ingenieur Hebein-Peter von der Abteilung 10 beraten und beschlossen, dass zwischen Marktgemeinde Kötschach-Mauten und der Bringungsgemeinschaft Güterweg Sitmus ein eigener Fördervertrag abgeschlossen werden soll, in dem die Kosten seitens der Marktgemeinde Kötschach-Mauten mit maximal 227.500 festgelegt sind. Die angegebene Summe ist mit dem Gemeindevorstandsbeschluss vom 15.06.2023 gedeckt
Der Fördervertrag wurde von den Vertretern der Bringungsgemeinschaft am 14.03.2024 unterfertigt. Das haben wir deshalb eingezogen, weil wir natürlich als Mittelgeber nicht in der Lage sein, die Kosten irgendwie einzuschätzen oder im laufenden Sanierungsverfahren irgendwie einzugreifen. Damit uns da die Kosten nicht entgleiten, haben wir gesagt, wir deckeln sie mit dem, was wir voranschlagt haben. Wir gehen davon aus, dass die Mittel halten, aber das weiß man eben nicht. Und damit man nicht ständig neue Beschlüsse fassen müssen, ist dieser Fördervertrag zwischen uns und der Bringungsgemeinschaft einmal ein gewisser Schutzmechanismus auch für uns. Ich bin mir sicher, der Referent wird das noch irgendwie ergänzen wollen, aber der Fördervertrag liegt bei. Ich lasse einmal meine Berichterstattung dazu und bitte um Wortmeldungen oder Ergänzungen. Bitte, Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, viel ist nicht zu ergänzen. Großteil hat der Bürgermeister schon gesagt. In den Verhandlungen an sich mit Güterweg Situs hat sich dann ergeben, dass wir vom Land im Nachhinein dann den Fördervertrag, Fördervereinbarung gekriegt haben, wo unter einem Passus drinnen angemerkt wurde, dass die 1,3 Millionen plus eine 10%ige Klausel nach oben inkludiert war. Und dann haben wir grundsätzlich gesagt, nein, das können wir nicht mittragen, weil die ursprüngliche Beschlussfassung auch auf die 1,3 Millionen davon, die 17,5%, die 227,5 beinhaltet hat. Und deswegen haben wir einen eigenen Fördervertrag zwischen der Marktgemeinde und der Bringungsgüterweggemeinschaft Sitmos abgeschlossen. Ich darf mich auch bei den handelnden Personen, Obmann und Obmann-Stellvertreter, recht herzlich bedanken. Es hat da eine relativ faire Gesprächsbasis und konstruktive Gesprächsbasis geben. Grundsätzlich haben wir, wie gesagt, jetzt die 227.500 fix zu zahlen. Alles Weitere, was noch oben geht, muss mit uns noch einmal Gespräche geführt werden, beziehungsweise müssen wir erst einmal die liquiden Mittel dafür haben, wenn es nach oben geht. Grundsätzlich wird das Ansinnen sein, in Zukunft diese Förderverträge bei größeren Projekten anzudenken. Das heißt also nicht, dass wir immer hinten nachlaufen und warten auf die Abrechnungen, die teilweise ein bis zwei Jahre später kämen, sondern dass man im Grundsatz bei Förderansuchen des zuständigen Obmannes oder Güterweggemeinschaft an das Land automatisch dann danach den Fördervertrag mit der Marktgemeinde abschließt und das Ganze dann sauber budgetieren kann. Wo wir eher eine Besprechung jetzt vor kurzem gehabt, dass man vielleicht Oktober des Jahres hernimmt, dass wir noch vorbudgetieren können bis Dezember für einen Antrag eventuell für das kommende Jahr. Also das sollte dann auch für die Zukunft irgendwo ein Regelwerk geben, was man als Beispiel sieht, muss hernehmen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen oder Ergänzungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 18. März 2024 stellt der Gemeindevorstand an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen den Antrag. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass der Fördervertrag abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, vertreten durch den Bürgermeister als Förderungsgeber, und der Bringungsgemeinschaft Güterweg Sitmos, vertreten durch den Obmann Herrn Gernot Katschnick, als Förderungsnehmer genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme, einstimmige Annahme, alle anwesend. Dann gehen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 13, Naturschwimmbad Waldbad Nauthen, Änderung der Verordnung, mit dem Benutzungsgebühren ausgeschrieben werden. Für die Benutzung des Naturschwimmbads Waldbad Nauthen sollen für den Sommerbetrieb 2024 die Benutzungsgebühren angepasst werden. Der Verbraucherpreisindex 2010 vom Februar 23 bis Februar 24 hat sich um 4,3% erhöht. Die letzte Preisanpassung erfolgte durch Beschluss des Gemeinderats vom 27. April 23. Die neuen Tarife sind entsprechend angepasst worden und auf 10 Cent Beträge auf- oder abgerundet worden. Gibt es Ergänzungen? Gibt es Fragen? Sehe ich auch nicht. Dann darf ich
den Antrag stellen aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 11. April. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende Verordnung, mit der die Benutzungsgebühren für das Naturschwimmbad Waldmautmauten ausgeschrieben werden, genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme sehe ich nicht. Einstimmig angenommen. Dann Tagesordnungspunkt 14, Bildungs- und Betreuungsentwicklung in der Marktgemeinde Kötschach-Mauten, Abschluss einer Fördervereinbarung mit dem Kärntner Bildungsbaufonds. Zur Erinnerung, wir haben ja im letzten Jahr über die Frühjahrs- und Sommermonate die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Volksschule, Kindergarten, Neubau, Kindertagesstätte, alterserweiterte Gruppe, also relativ ein großes Projekt eingeleitet, haben wir damals einen Best-Case- und Worst-Case-Szenario erarbeitet, was das Ganze kosten wird. Und in der Sitzung des Gemeinderats vom 27.07.2023 wurde ein Finanzierungsplan mit einer Gesamtsumme von Ausgaben mit 435.790,85 netto festgelegt. Einnahmenseitig gab es eine Zusage über 150.000 BZAR vom Landesrat Fellner, 145.500 von Mitteln nach § 15a für Kita und AEG und 77.000 aus dem Bildungsinvestitionsgesetz. Mit abgerechneten Kosten von 529.145,04 gibt es einnahmenseitig eine Bedeckung von 130.214 von Mitteln nach 15a für Kita und AEG, 77.000 aus dem Bildungsinvestitionsgesetz und 180.000 aus dem Kärntner Bildungsbaufonds. Die verbleibenden Kosten werden mit BZ-Mittel AR vom Landesrat Fellner bedeckt. In der dritten Kuratoriumssitzung des Kärntner Bildungsbaufonds am 20.03.2024 wurde dem Vorhaben Bildungszentrum Kötschach-Mauten Adaptierung GTS und Integration EMB mit förderfähigen Kosten von 239.680 eine 75-prozentige Förderung von 180.000 zugesprochen. Fördergeber ist der Kärntner Bildungsbaufonds, mit dem eine Förderungsvereinbarung abzuschließen ist. Die Auszahlung erfolgt 2024. Der beiliegende Fördervereinbarung bildet einen wesentlichen Bestandteil der Beschlussfassung. Soweit zum Sitzungsvortrag, vielleicht in Ergänzung von mir noch, vielleicht mag das dann der Amtsleiter noch ein bisschen ergänzen. Mit diesen Bildungsbauförderungsmitteln haben wir in der ursprünglichen Konzeption nicht gerechnet. Das heißt, es ist jetzt im Endeffekt zwar alles zusammen etwas teurer geworden, weil wir im Zuge der Baumaßnahmen gewisse Adaptierungsmaßnahmen noch nacheinrechnen mussten. Das haben wir aber immer im Baugremium entsprechend deklariert bzw. angegeben. Und diese 180.000, die waren am Anfang nicht am Plan. Das heißt, unterm Strich haben wir jetzt eigentlich besser abgeschlossen, als es ursprünglich geplant war, mit weniger Eigenmitteleinsatz bzw. so gut wie gar kein Eigenmitteleinsatz. Und vielleicht mag das der Herr Amtsleiter, der ja wesentlich zu diesem Ergebnis jetzt beigetragen hat, noch ein bisschen ergänzen. Ja, so wie der Herr Bürgermeister sagt, wir haben damals mit Kosten von 435.000 vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, das umzubauen. Die Kosten sind alle netto. Wir haben circa nachher unter Zustimmung der Baugremium bzw. auch Auflagen des Landes Kärnten Mehrkosten von rund 92.000 gehabt oder 94.000, dass wir in Summe auf 529.000 Euro gekommen sind. So wie der Herr Bürgermeister richtig sagt, die 180.000 Euro waren ursprünglich des Kärntner Bildungsbaufonds einmal nicht vorgesehen. Wir haben im Finanzierungsplan vom Juli 2023 ein Worst-Szenario und ein Best-Szenario gehabt haben. Beim Best-Szenario hätten wir 63.000 Euro circa dazu gezahlt, beim Worst-Case-Szenario circa 140.000. Wenn man die Zahlen jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen zusammenzählt, dann sieht man, dass wir eher ein bisschen mehr Geld momentan haben. Aber der Herr Finanzverwalter hat da noch ein paar Abgleiche zu machen in Bezug auf Mehrwertsteuer und Abrechnungen. Und dann können wir in einer der nächsten Sitzungen des Gemeindevorstandes detailliert dann sagen, was mit den Mitteln dann konkret passieren soll, die vielleicht als Mehreinnahmen dastehen. Ja, danke. Herr Amtsleiter, vielleicht noch zur Ergänzung. Also es waren ja im Endeffekt rechnerisch mehrere Projekte, weil wir zum Teil das über die Gemeinde abrechnen müssen, zum Teil über die Immobilien-KG.
Ein Teil betrifft eben den Bereich Kinder-Kleinkindbetreuung, ein Teil betrifft den Bereich Volksschule, ein Teil betrifft den Bereich Nachmittagsbetreuung und das alles in einem großen Paket zusammengefasst. Ist sicher nicht einfach, ich kann es mir nur vorstellen für einen Finanzverwalter, das richtig zuzuordnen und richtig zu bewerten. Es war eine ziemliche Herausforderung für den Ingenieur Rowin, den Architekten, aber auch vor allem für die Leute, die vor Ort das umsetzen und jetzt damit leben. Die Alexandra möchte da ein bisschen hervorheben, die Brandegger, die sich da massiv in den Umbaumaßnahmen mit ihrem Team eingebracht hat, damit das alles zeitgerecht über den Sommer fertig wird. Auch jetzt sind teilweise noch Maßnahmen zu setzen, sei es der Kinderspielplatz, wo noch ein paar Adaptierungen zu machen sind. Und wie gesagt, wir planen ja weiter. Wir haben ja damals auch den Grundsatzbeschluss eines Bildungscampuses gefasst, wobei das Land Kärnten das momentan einmal nicht so eilig hat. Wir sind da in laufenden Gesprächen natürlich auch mit dem Schulgemeindeverband, mit der KIOG, die ja auch Grundeigentümer von Flächen dort ist, damit wir einfach mittelfristig und langfristig dort das beste Konzept erarbeiten. Es ist nicht alles perfekt, das ist uns bewusst, aber das Thema Kleinkindbetreuung funktioniert sehr gut. Wir haben auch das Personal, das war nicht einfach, die sind inzwischen alle, also die zwei Pädagoginnen, die Eckpfeiler sind, aber auch die Kleinkindbetreuerinnen sind mit den Ausbildungen so gut wie fertig. Das ist also eine Sonderregelung, dass sie bei Arbeitsaufnahme die Ausbildung beginnen können, aber sie sind wirklich alle sehr gut, das kann ich aus eigener Erfahrung auch mitgeben. Sie sind da alle motiviert weiterzumachen. Wir denken gerade darüber nach, die Betreuungszeiten für diese neuen Gruppen auszuweiten für den Herbst, weil auch da ein gewisser Bedarf da ist. Die Belegungszahlen, also die Anmeldungen sind sehr gut, aber ich denke, dass wir mit dem momentanen Ausbau im Thema Kleinkind einmal über die nächsten Jahre sehr gut zurechtkommen. Also genug Kapazitäten haben wir, aber auch nicht Überkapazitäten. Das Thema der ganztägigen Schulform wird sich weiterentwickeln, das sehen wir jetzt schon an den Anmeldezahlen. Auch das Thema Sommerferienbetreuung ist natürlich ein Thema, wo wir ein gutes Angebot haben, aber wo wir auch auf Bezirksebene dabei sein, darüber zu diskutieren, ob wir das nicht miteinander verschränken, damit man diese Ferienzeit, die vor allem für alleinerziehende Eltern natürlich sehr herausfordernd ist, mit 9 Wochen durchgehender Betreuung, die wir eigentlich nirgends haben, mit Urlaubsansprüchen und so weiter zurechtzukommen. Also da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges bewegen. Und da bin ich ja sehr motiviert, dass wir mit unseren Mandataren, die sich da massiv einsetzen, da die richtigen Entscheidungen treffen. Gibt es dazu Fragen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Bürgermeister, in der Jahresrechnung immer wieder wird die Landesumlage, die wir ans Land Kärnten müssen zahlen, kritisiert. Aber wir müssen schon fairerweise sagen, es fließt ja wohl viel Geld von Land in die Gemeinde zurück, obwohl das Land vom Bund auch Geld kriegt. Aber ich glaube, ohne Geld geht nichts. Das stimmt. Ich höre zwar keine Frage heraus, aber ich nehme die Wortmeldung wohlwollend zur Kenntnis. Vielleicht in Erinnerung, wir haben ja einen Antrag von den Freiheitlichen in der letzten Sitzung gehabt zum Thema Landesumlage und haben das auch beim Land Kärnten versucht abzufragen, inwieweit wir als Profiteur oder als Zuzahler dieser Landesumlage zu bewerten sein. Meines Wissens noch haben wir da noch keine klare Antwort gekriegt. Nein. Also da sind wir weiter dran, weil das eben genauso ein Thema ist. Diese Verschachtelung der Hin- und Herzahlungen ist so komplex, dass man doch als Gemeinde nicht wirklich draufkommt, ist man jetzt Nettozahler oder Nettoempfänger. Und das versuchen wir jetzt gerade herauszufinden, weil wenn man da anfängt, Forderungen zu stellen, kann es natürlich in die Hosen gehen, dass man dann auf einmal bei gewissen Projekten weniger Geld kriegt und dann erst wieder aus dem eigenen Sack zahlen muss. Unterm Strich ist es alles Steuergeld, das ist uns bewusst. Aber mir ist es lieber, es landet da als woanders. Herr Gemeinderat Kogler. Ja, danke, Herr Bürgermeister. Herr Gemeinderat, darf ich einmal anschließen, in Demisle-Jürgen großes Lob auszusprechen. Ich war selber oft einmal im Büro und hat da berichtet, was von den Arbeitsschritten, dass da geleistet wurden, dass das zu diesem Abschluss kommt. Das ist sehr, sehr gut. Nur, ich glaube, so wie wir letztes Jahr geredet haben, wir müssen wirklich schauen, dass es nicht mehrere Jahre werden, bis wir weitergehen den nächsten Schritt, sondern vielleicht auch einen Ruck nach unten irgendwo weiter fortsetzen, dass das nicht so lange dauert, dass dieser Schritt vielleicht doch schneller gehen kann als
Weil wenn es einmal steht, jeder weiß es, steht es länger und das sollte nicht passieren. Danke. Danke. Nachdem dieses Projekt, das in der Praxis relativ schnell umgesetzt war, aber in der Verwaltung natürlich trotzdem sehr viele Nebenschritte erfordert, werden wir jetzt einmal schauen, dass wir das abschließen und dass wir wirklich den Sack einmal wirklich zumachen, bevor wir dann weitere Schritte angehen, weil auch da steckt, sehr, so wie du richtig gesagt hast, sehr, sehr viel Arbeit und Ressourceneinsatz dahinter. Weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich diesen Förderantrag zur Beschlussfassung bringen oder Fördervereinbarung zur Beschlussfassung bringen aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde vom 11. April. Er geht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die beiliegende Förderungsvereinbarung abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen als Förderungswerberin und dem Kärntner Bildungsbaufonds als Fördergeber genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenprobe einstimmig angenommen, alle anwesend. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 15, Gemeindewohnblock Kötschach, Neuvermietung einer Wohnung, Abschluss eines Mietvertrages. Mit Schreiben vom 19. Jänner 24 hat Herr Gernot Havlicek seine Wohnung im Gemeindewohnblock Kötschach 215. Der Mietvertrag war aus dem Jahr 2016 zur Kündigung gebracht. Die Wohnung mit einer Nutzfläche von 60 Quadratmeter liegt in halber Höhe zum Erdgeschoss. Eine behindertengerechte Adaptierung bzw. Zugang zur Wohnung Personenlift ist aufgrund des Alters des Wohnblocks nicht gegeben. Durch Postwurf der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen 2024 wurde die freie Wohnung zur Ausschreibung gebracht. Der Gemeindevorstand hat die Vergabe der Wohnung an Lara Ertl und Johannes Mühlsteiger 9640 Kötschach 270 Einstimmung die Zustimmung erteilt. Dazu ist ein beiliegender Mietvertrag zu beschließen. Ich möchte jetzt, ohne auf Details einzugehen, sagen, es hat natürlich mehrere Bewerber für diese Wohnung gegeben. Wir haben das im Gemeindevorstand sehr ausführlich diskutiert. Und vor allem aufgrund der Größe der Wohnung bzw. der fehlenden Barrierefreiheit diese Entscheidung getroffen. Sollte es Detailfragen zu den einzelnen Mietwerbern geben, möchte ich den Vorschlag bringen, dass wir diesen Sitzungspunkt nach hinten verlegen, weil ich das nicht in der Öffentlichkeit diskutieren kann aufgrund des Datenschutzgesetzes. Also wenn es dazu keine Fragen im Detail gibt, dann können wir das weiter diskutieren. Sollte es da wirklich Detailwünsche geben, dass wir das ausführlich diskutieren, dann würde ich den Tagesordnungspunkt 16, also den Tagesordnungspunkt unterbrechen, 16 vorziehen, dann die Anträge und dann unter Nichtöffentlichkeit fortsetzen. Gibt es da Wortmeldungen dazu? Bitte, Herr Gemeinderat. Ich bin schon der Meinung, dass man die Tagesordnung zurückstellen. Gut. Dann stelle ich den Antrag zur Geschäftsordnung, dass wir diesen Tagesordnungspunkt vorläufig in der Tagesordnung verschieben, damit wir ihn unter dem Punkt nicht öffentlich diskutieren können. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme? Sehe ich nicht. Einstimmig angenommen. Das heißt, der Sitzungspunkt wird unterbrochen. Wir fahren fort mit dem Tagesordnungspunkt Regionales Abfallvermeidungskonzept Kötschach-Mauthen 2024 bis 2030. Zur Vorgeschichte, der Bund hat in jedem Bundesland, ich glaube, ich habe es in einem Gemeinderat schon berichtet, eine Mustergemeinde gesucht, die sich diesem Abfallvermeidungskonzept annimmt. In Kärnten hat es bereits eine Gemeinde gegeben, nämlich die Stadt Villach. Aber nachdem ein Bundesland keine Gemeinde gemeldet hat, hat der Bund aufgrund unserer Vorreiterrolle die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen ins Auge gefasst und wir haben uns da natürlich entsprechend eingesetzt. In der Sitzung des Ausschusses für Angelegenheiten der Gesundheit, Bildung, Kultur, Familien, Umweltschutz, Energie, Abfallwirtschaft, Wasser und Abwasser hat am 22.11.23 die Vorstellung und Beschlussfassung zum Pilotprojekt des Umweltbundesamtes Regionales Abfallvermeidungskonzept stattgefunden. Das Ziel des Pilotprojektes ist die Erstellung eines Abfallvermeidungskonzeptes für die Gemeinden, wobei hier konkrete Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden sollen. Der Ausschuss wurde gleichzeitig als Arbeitsgremium eingesetzt. Er wurde durch den zuständigen Referenten und alle nicht im Ausschuss vertretenen Fraktionen erweitert. Das Projekt wurde durch Frau Carina Broneda
vom Umweltbundesamt erläutert und präsentiert. Nachdem der Projektzeitraum durch das Ministerium bereits mit Ende Jänner 2024 begrenzt war, wurde eine Bürgerbeteiligung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Als erste Schritte erfolgte eine Bestandsaufnahme. Ein Entwurf des Abfallvermeidungskonzeptes wurde vor Weihnachten noch allen Mitgliedern des Ausschusses übermittelt. Die Rückmeldungen wurden eingearbeitet bzw. Änderungsvorschläge wurden über das Umweltbundesamt ergänzt. Das Konzept bedarf nun der Beschlussfassung nun durch den Gemeinderat und der anschließenden Veröffentlichung über das Umweltbundesamt. Die Umsetzung erfolgt, sofern die finanziellen und personellen Möglichkeiten gegeben sind. Gibt es dazu Ergänzungen? Frau Gemeindevorstand Batterer? Ja, hoher Gemeinderat, als Obfrau möchte ich mich einmal des Ausschusses, möchte ich mich bei allen Ausschussmitgliedern, auch bei allen Fraktionen, sind ja alle vertreten, und auch beim zuständigen Referenten, beim zweiten Vizebürgermeister bedanken. Es war ja die Sabrina Kalser von Energieautark, ist an uns herangetreten. Es war ja sehr kurzfristig, wie das auch der Bürgermeister berichtet hat. Eine Gemeinde aus einem anderen Bundesland ist abgesprungen. Vielach war schon dabei, und da wir prädestiniert auch in diesem Bereich sind, haben wir uns entschlossen, da wirklich auch teilzunehmen. Die Teilhabe und der Beschluss dieses Konzeptes bietet uns natürlich die Möglichkeiten, eventuell für Projekte Förderungen in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Mein Ausschuss ist ja neben diesem Abfallvermeidungskonzept sehr gefordert aktuell. Wir erstellen ja ein neues Umwelt-, Klima- und Energieleitbild, was sie dann auch mit Bürgerbeteiligung präsentiert werden soll. Also es passiert in dem Bereich Nachhaltigkeit in 5 Gemeinden sehr viel. Deshalb mein Dank an die Mitarbeiter, an die Sabrina Kalser, an den zuständigen Referenten beim Opfervermeidungskonzept und natürlich an meinen Ausschuss. Ich glaube, es wird uns in dem laufenden Jahr noch öfter dieses Thema auch unterkommen. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Vizebürgermeister? Ja, ich möchte mich da auch nochmal bedanken bei allen Beteiligten. Es war besonders jetzt einmal bei der Sabrina Kalser, weil es war ja nicht so einfach in der kurzfristigen Zeit, da was auf die Füße zu stellen, weil sie hat ja abgesagt, weil sie einfach die Kapazitäten nicht gehabt haben. Wir haben durch den Energieautark-Verein relativ viel Daten hier schon zusammengefasst bei der Sabrina, und dadurch war das möglich, weil ansonsten wäre das gar nicht in der Zeit schaffbar. Wie die Opfer auch schon richtig gesagt hat, das Wichtigste, glaube ich, in der ganzen Sache ist, neben den ganzen Maßnahmenbildungen, dass wir die Möglichkeit mit dem Konzept haben, in Zukunft bei Investitionen, zum Beispiel im ASZ, was dringend notwendig sind, zu lukrativen Förderungen über Bundesebene zu kommen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Ansatz, neben den ganzen anderen Maßnahmen, die drinnen in dem Konzept auch erarbeitet worden sind. Ich möchte mich auch, eine Maßnahme ist ja zum Beispiel auch die Flurreinigung, die bereits durchgeführt worden ist am 6.4., wo wir Gott sei Dank jetzt den Alpenverein gefunden haben, der unter Anführungszeichen jetzt die Patenschaft übernommen hat, einmal zumindest für einen Teil der Flurreinigung. Die ist am 6.4. in Mauthen durchgeführt worden mit 25 Personen. Weiters haben sich beide Schulen, also die Volksschule und die neue Mittelschule, bereit erklärt, am 12.04. mit der Schülerschaft eine Flurreinigung durchzuführen. Und ich habe jetzt vor kurzem auch über die Gemeinde, über das Umweltamt oder Sozialamt ausgeschickt, eine Einladung an die Gemeinderäte, und in der Hinsicht auch meine Bitte an die Bürgerinnen und Bürger, am Samstag, den 27. von 9 bis 11 Uhr beim Umwelt- und Klimatag mitzumachen und in Kötschach noch einmal eine Flurreinigungsaktion durchzuführen. Also das hat heuer wirklich super auch funktioniert. Danke nochmal dafür. Ich hoffe, dass wir das in nächster Zeit bzw. jetzt im nächsten Jahr besser planen können. Wenn jetzt Vereine mitmachen, ist es natürlich noch leichter, das Ganze abzuhandeln. Danke nochmal, und bitte, wer Zeit hat, Samstag gerne kommen. Gut, danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen vom 11. April,
Der Antrag der Gemeinderat wolle beschließen, dass das regionale Abfallvermeidungskonzept 2024 bis 2030 genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenprobe einstimmig angenommen, alle anwesend. So, bevor wir jetzt zu diesem neuen Tagesordnungspunkt kommen, der unter nicht öffentlich abgehandelt wird, darf ich mitteilen, dass drei Anträge eingelangt sind. Und zwar fange ich an mit einem selbstständigen Antrag gemäß § 41 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung, Kärntenkart der neuen Volkspartei Kötschach-Mauthen. Nach mehreren Rückmeldungen von Gästen, jedoch auch von Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, muss festgestellt werden, dass es bei uns keine Möglichkeit zur Aufladung der Kärntenkart gibt. Diese Serviceleistung soll so rasch wie möglich eingeführt werden. Die Gemeinden Obertrauburg, Irschen und Berg im Trautal bieten dieses Service an. Bei uns ist die nächste Gelegenheit in Hermagor und deswegen für unseren Bezirk nicht optimal gelöst. Die Fraktion der Kötschach-Mauthener Volkspartei stellt daher folgenden Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen fordert den Tourismusreferenten und Bürgermeister Magister Josef Zobot auf, sich dieser Sache anzunehmen, um eine kundenorientierte Lösung für diese Saison 2024 bzw. für die Zukunft anbieten zu können. Gut, selbstständiger Antrag, weise ich dem Gemeindevorstand zur weiteren Behandlung zu, werde mich das natürlich anschauen als Referent und dann bei nächster Gelegenheit berichten. Dann haben wir zwei Dringlichkeitsanträge. Einmal der neuen Volkspartei Kötschach-Mauthen, Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 KGO, stellen die unterfertigten Gemeinderäte der Fraktion, die neue Volkspartei im Team Christoph Zeven, im folgenden dringenden Antrag. Aufforderung an die Kärntner Landesregierung zur Entlastung der Gemeinden und Neugestaltung des Umlagensystems in Kärnten. Begründung: Die Gemeinden in Kärnten sehen sich derzeit einer massiven Umlagenbelastung ausgesetzt, die eine erhebliche finanzielle Herausforderung darstellt. Um dieser Belastung entgegenzuwirken und eine gerechtere Verteilung der finanziellen Verantwortung zu erreichen, fordern wir die Kärntner Landesregierung auf, das Umlagensystem vollständig zu überarbeiten. Am Ende dieser umfassenden Struktur- und Aufgabenprozesse soll eine Neustrukturierung aller Aufgaben und Umlagen zwischen Land und Gemeinden stehen. Dabei soll insbesondere sichergestellt werden, dass zukünftig die inhaltliche und politische Verantwortung auch mit der finanziellen Verantwortung einhergeht. Insbesondere sind Abgangsdeckungen und Leistungen des Landes ohne jegliche Entscheidungsmöglichkeit bzw. Mitspracherecht durch die Gemeinden abzuschaffen. Dieser Dringlichkeitsantrag dient als klare Aufforderung an die Kärntner Landesregierung, die drohende Zahlungsunfähigkeit der Kärntner Gemeinden durch diese Reform abzuwenden. Ich muss das aus der gleichen Betrachtung sehen wie den letzten Antrag der Landesumlage der Freiheitlichen, wo einfach nicht abzusehen ist, ob eine solche Neugestaltung eine Verbesserung oder eine Belastung für die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen hervorruft. Und deshalb weise ich diesen Antrag auch dem Gemeindevorstand zu. Dann haben wir noch einen Dringlichkeitsantrag, einen gemeinsamen Antrag der Neuen Volkspartei und der Freiheitlichen Kötschach-Mauthen und Unabhängige. Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 Polizeistandort Bezirkskommando. Stimmen die letzten Medienberichte, ist der Standort des Bezirkskommandos der Polizei in Hermagor sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Hier sollte dringend Kontakt aufgenommen werden, um unsere leerstehenden Räume des Rathauses in die Auswahl zu bringen. Auch wenn hier in den Berichten nur Hermagor als zukünftiger Standort genannt wird, muss eine Variante der ehemaligen Billa-Räumlichkeiten zugelassen werden. Auch die zuständigen Stellen sollten sich auf die Leerstände im ländlichen Raum, im Speziellen in diesem Ausmaß, besinnen. Im Besonderen, weil wir die Anforderungen zur Größe, Barrierefreiheit, Parkplätze, alternative Heizsystemen, Energie, Photovoltaik und zentral gelegen zu sein bereits erfüllen. Somit überwiegen die Vorteile und es sollte rasch eine Kontaktaufnahme geben. Deshalb stellen wir gemeinsam folgenden Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen beauftragt den Bürgermeister und zugleich Geschäftsführer der Immobilien KG aufgrund der oben genannten Gründe, mit den zuständigen Stellen in dieser Sache umgehend in Kontakt und Verhandlungen zu treten, sodass der Standort Kötschach-Mauthen in Betracht gezogen wird. Ich habe das heute auch gelesen. Wir haben auch darüber diskutiert intern bereits, wobei die Anforderungen an unseren Standort nicht ganz optimal sein, muss ich sagen, weil es sind auch 8 Tiefgaragenplätze
Teil dieser Ausschreibung anscheinend. Die haben wir in dem Ausmaß momentan nicht, aber es hat natürlich einen gewissen Reiz, sich da ins Spiel zu bringen. Deshalb sehe ich keinen Grund, die Dringlichkeit dieses Antrages nicht abstimmen zu lassen. Deshalb lasse ich jetzt über die Dringlichkeit zu diesem Antrag abstimmen. Eine Zweidrittelmehrheit bewirkt, dass wir ohne Vorberatungen diesen Antrag diskutieren können. Also wer dafür ist, diesem Dringlichkeitsantrag die Zustimmung zu geben, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme sehe ich nicht. Damit ist dieser Tagesordnung ohne Vorberatungen in die Tagesordnung aufzunehmen. Möchte jemand den Antrag noch irgendwie kommentieren? Bitte, Herr Vizebürgermeister. Ja, Sie haben auch, Herr Bürgermeister, glaube ich, eine Mail gekriegt, ich habe auch eins gekriegt. Im Grundsatz haben wir alle die Zeitung gelesen. Mich hat es grundsätzlich nicht verwundert, aber jetzt, dass der Passus drinnen oder zumindest der Satzstellung drinnen gestanden ist, es ist nur der Standort Hermagor zugelassen, also Hermagor an sich zugelassen für einen Standort, so muss ich sagen. Gut, das nehme ich zur Kenntnis, was geschrieben ist. Das heißt ja nur lange nicht, dass man nicht uns ins Spiel bringen sollte. Aufgrund der Situation, glaube ich, 350 Quadratmeter oder was steht da drinnen, das 560, Entschuldige, das erfüllen wir leicht. Wie gesagt, die Punkte, die wir gemeinsam angeführt haben, erfüllen wir auch über die Stellplätze im Keller. Glaube ich, kann man diskutieren. Muss erst einmal einer an Keller bzw. Tiefgarage vorweisen. Wir haben sie, auch wenn sie jetzt zu gewissen Teilen anders genutzt ist. Aufgrund der momentanen Situation auch der Marktgemeinde und der Leerstände bei uns sollte man das schon ins Augenblickfeld rücken, obgleich man vielleicht andersweitig nachdenkt, neue Sachen zu bauen. Bevor sowas passiert, sollte eindringend auf das gebucht werden, dass ein anderer Standort außerhalb einer Stadtgemeinde oder Bezirksgemeinde ins Augenmerk gefasst wird. Also das war schon natürlich dringend notwendig. Wobei man dazu noch ergänzen muss, also es war in der Ausschreibung meines Wissens noch irgendwas bei 590 Quadratmeter für Polizeiinspektion plus Bezirkskommando. Das heißt, die Polizeiinspektion Hermagor wird wahrscheinlich wohl in Hermagor bleiben. Also da wird sicher dann eine kleinere Fläche gebraucht, wenn das getrennt wird. Aber auch das können wir jederzeit bedienen. Ja, ich sehe das grundsätzlich positiv. Wir werden uns da morgen gleich darum kümmern, uns ins Spiel zu bringen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag, so wie er da steht, zur Abstimmung bringen. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen beauftragt den Bürgermeister und zugleich Geschäftsführer der Immobilien KG aufgrund der oben genannten Gründe, mit den zuständigen Stellen in dieser Sache umgehend in Kontakt und Verhandlungen zu treten, sodass der Standort Kötschach-Mauthen in Betracht gezogen wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Alle da. Gut, dann darf ich mir vom Kamerakind und allen Zuseherinnen und Zusehern verabschieden. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sind neu aufgestellt in den Gemeinderatsgremien, auch personell teilweise neu aufgestellt. Danke für die konstruktive Zusammenarbeit. Wir beenden die Sitzung noch nicht, aber den öffentlichen Teil der Sitzung und wünsche Ihnen allen ein schönes Frühjahr, sobald es kommt. Thank you.